kann ein Videospiel Spaß machen, das man mit nur zwei Tasten bedient? Wir finden es raus in As Dusk Falls. Bis gleich. Ja, hallo, liebe Leute. Hallo. Heute mal in einer sehr, sehr ungewohnten Runde, wie ihr uns hier heute seht. Ich glaube, in der Konstellation tatsächlich noch nie zusammen. Vielleicht in Teilen mal. Ne? Stimmt. Ja, aber sonst so als Dreiergespann tatsächlich noch nie. Vor allem nicht ohne jemanden Großen, der neben uns sitzt, ohne Moderation. Nee, wir dachten uns, wir haben Bock, heute mal As Dusk Falls zu spielen. Ein interaktives Drama, das heute released wurde auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Die meisten werden jetzt sagen, nee, gibt's schon derbe lange. Richtig, stimmt, auf Xbox und auf dem PC könnt ihr es schon länger spielen. Heute aber auch auf der PS5 erschienen. Ja, deshalb haben wir uns das gemütliche Flauschesofa hier genommen. Genau. Und denn so zockt man solche gemütlichen Spiele. Richtig. Wenn wir gleich mal ins Game schauen, wir sind schon komplett vorbereitet. Ihr seht da unsere Accounts, Bellas und Jen. Ich weiß gar nicht, habt ihr das Spiel schon gezockt bisher? Nee. Nein. Ja, nicht. Tatsächlich. Okay, dann gehen wir komplett unerfahren genau. in die Nummer heute. Wir haben noch keine Ahnung, was die Story angeht. In die Steuerung haben wir uns eben schon mal ein bisschen reingefuchst. Ne? Deswegen wissen wir auch, so viele Tasten gibt es nicht. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Und wir sind alle so ein farbiger kleiner Böbbel mit unserem Anfangsbuchstaben. So könnt ihr auseinanderhalten, wer was votet, wer was wählt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, dann wisst ihr auch, was ich meine. Ja, gerne. Genau, hier. Genau, jetzt wird es nochmal so ein bisschen erklärt, wie steuert man das Spiel. Es geht tatsächlich einfach super easy nur mit dem Stick oder dem Touchpad und dann drückt man in der Regel X, um zu bestätigen. Genau, und dann aber man braucht ja nicht unbedingt einen Controller. Stimmt. Ihr könnt das Spiel auch per Handy-App spielen, richtig krass. Also es gibt eine App einfach im Store. Wenn man halt nur einen Controller zu Hause hat oder so, kann man auf der Couch seine Leute trotzdem einladen und mit dem Handy dabei zocken. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Mhm. Ist echt praktisch. Hat ja nicht jeder direkt vier, fünf Controller zu Hause. Ja. Darum gibt es nicht so viele storybasierte Spiele, die man mit anderen Personen zusammenspielen kann. Ja. Und da ist es auch ziemlich cool, wenn man dann irgendwie spontan Leute dazu holen kann. Generell ist so das Split-Screen-Game ja voll runtergegangen. Also welche Split-Screen-Spiele gibt es noch? Kaum. So Way Out. Ja. Knasti. Genau. Das sind dann so diese drei, vier, die man kennt, ne? Ja. Okay, dann starten wir mal rein. Ihr seht das genau. Genau, also, hier sieht man es. Ich bin blau. Jen ist blau. Ich bin gelb. Und ich bin rot. Süß. Oh ja, da müssen wir jetzt alles Wir sind sehr gespannt tatsächlich. Die Trailer sahen super cool aus. Mal sehen, was die Story uns bringt. Ich bin gespannt, euch kennenzulernen. Ob wir auf einer Wellenlänge sind. Ja. Zoe Walker. Bis vor kurzem wollte ich Journalistin werden. Jetzt will ich nur noch die Luft anhalten und versinken. Nicht, weil ich ohnmächtig werden will. Wegen der Ruhe, die davor kommt, die Gedanken auslöscht und Erinnerungen ertränkt. 90 Sekunden. Etwa so lange dauert es für mich. Und plötzlich ist es, als wäre all das nie passiert. Hände hoch, wenn 1998 geboren ist. Hände hoch, wer das schon gelebt hat. Wer schon gelebt? Ich war schon mal auf der Route 66. War, wirklich? Cool. Ungefähr 2 Kilometer bin ich mal drauf gefahren. Muss ich gleich erzählen. Wollen wir spielen? Entschuldige, Spatz. Natürlich spiele ich mit dir. Du bist eine Expertin, aber bist du sicher, dass du alles angesehen hast? Mhm. Vertrau mir, ich hab das im Griff. Also, welche Farbe hat. An der Stelle vielleicht ganz kurz eine kleine Trigger-Warning. Das Spiel behandelt sehr ernste Themen und beschäftigt sich unter anderem auch mit dem Tod. Also wenn ihr sagt, dass da möchtet ihr lieber vorsichtiger sein, dann ist das Spiel nicht unbedingt was für euch. Aber mal sehen, ob wir da überhaupt hinkommen. Ja. Stelle, genau. Und der Chat hat es auch noch gesagt, also man kann das auch tatsächlich noch mit der Community zusammenspielen. Wir haben diese Twitch-Integration jetzt mal nicht drin. Mhm. Aber theoretisch ginge das auch. Ja, genau, da könntet ihr als Chat quasi
ja, bestimmte Sachen auswählen. Ihr seht das hier gerade. Ich bin jetzt auf der Toilette, also im Spiel. und da könntet ihr dann sozusagen auch ein paar Sachen wählen. Nee, Toilette finde ich auch. Okay, was sieht das Kind? Was sieht das Kind? Ja. Die sitzen da drüben. Was ist die Blickrichtung? Also sie guckt ja so an die Wand. Ich würde sagen, vielleicht im Blickwinkel noch das Auto oder die Toilette. Aber das Auto ist so. Nee, die Toilette sieht sie. Okay. Aber wir müssen uns ja nicht einig sein. Ja. Votet einfach, jeder hat eine eigene Stimme. Ich will fies sein, weil hier ist die Säule im Weg zum Zaun, deswegen will ich den Zaun. Ja, und jetzt? Drei Split. Hat, verdammt. Jetzt kann ich mich noch, okay, dann... Ist mir egal, ich bleib beim Zaun. Ich bleib bei der Toilette. Ich bleib die Toilette auch, weil ich... Überstimmt. Mann. Aber meint sie das Haus oder das Dach? Igitt. Was? Es ist nur ein Haus, ich habe ja nicht Kacke gesagt oder so. Hast du gerade... Hab ich? Stimmt. Na dann, wie lautet die Antwort? Irgendwie braunrot? Hey, du bist heute richtig gut, Zoe. Du bist wohl bereit für die nächste Stufe. Welche nächste Stufe? Du stellst mir eine letzte Frage. Wenn ich sie nicht sofort errate, gewinnst du das ganze Spiel. Los, spielen wir! Okay, ich will mich nur noch einmal umsehen. Mhm. Ich finde es schon spannend, ne? Ist das mit echten Schauspielern gemacht worden und dann so nachgezeichnet? Bereit? Oder wie wurde das gemacht? Das ist eine gute Frage. Sieht echt cool aus, ne? Mhm. Okay, sind wir bereit oder wollen wir jetzt nochmal? Ja, wir sind bereit. Ja. Immer bereit. Ich hab Schiss, was passiert. Okay. Hätten wir uns jetzt auch das Schieß Auto los. Und den Zaun merken müssen und so? Wie viele Sterne sind auf meinem Rucksack? Oh, oh nee. Hm. Wir hatten darauf der jetzt geachtet. Der wurde gerade kurz eingeblendet, ne? Oh nee. Ja, das war im Hintergrund. Aber ich hab vielleicht... Ich schummel. Du schummelst? Ich schummel, natürlich. Kleine Kinder, den Anstand. Den Kinder darf man schummeln. Nee, doch, schummeln können wir. Ich hab nicht geschummelt, Chat. 6, 3, 4, 6. Ich hab's gesagt, ich hab's richtig gemacht. Du hast doch geschummelt. Was? Ich hab nicht geschummelt. 6 hast du gesagt? Boah, ich hab 6 gesagt. Was hast du denn gerade gezählt? 6? Hm? Ach, und wann wo? Ist nicht 6. Eine 7? Hast du etwa auf den Rucksack geguckt? Ja. Also hast du doch geschummelt. Ah, nee, ach so. Ich habe es nur gesehen, weil es war ein bisschen Meta. Jetzt wir wollen ja aber das Kind gewinnen lassen, oder nicht? Ich? Ah, ja, stimmt, das nicht. Die kriegen Ärger. Du hast gelebt. Aber jetzt haben wir gar nicht drauf geachtet. Wir haben 6 genommen. Wie sind wir doof? Okay, Mäuschen? Daddy ist 30 Jahre älter und schummelt noch. Er hat bestimmt nur so getan. That's me. 30 Jahre älter. Wenn sagen wir mal, sie ist 6. Wo kommt der denn her? Uns fehlen noch Kennzeichen von 45 Staaten. Kennt ihr das Spiel? Hey. Hey. Wenn man einen Roadtrip macht und dann, wenn man Autos begegnet, alles kreuzt man immer auf so einer Liste ab, welche Staaten man gesehen hat. Ach krass. Die sammeln ihn. Naja, vergiss es. Alles gut, Michelle. Da war was nicht stimmig. Was habt ihr denn schon wieder? Schummelbär, schreibt der Chat. Es ist nur eine lange Reise. Schummelars und Schummelbell. Noch schlimmer als einem Hund Fastfood zu geben, ist der Geruch, wenn es hinten wieder rauskommt. Opa! Warte. Hey, krass. Ich bin dein Opa? Ich dachte eigentlich, du wärst mein Opa. Wo warst du so lange? Dachte schon, du hast dich verirrt. Ach, nur bis zum Baum. Die sind alle verdächtig. Die Hunde denken, sie hätten die Kontrolle. Oh. Was? X-Tippen. Okay, haben wir gekriegt. Führen wir uns mal ganz langsam an Videospiele heran. Jetzt müssen wir erstmal einen Musikkanal auswählen. Wie werden wir uns einig bei der Musikauswahl? Oh. Wählen wir das etwa auch? Metal? 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 Da freut Opi sich bestimmt. Mhm. Ja, Mann. Ja. Er hat sich für Rock entschieden. Passt auch. Das hört man auf der Route 66 so. Uff. Wahrscheinlich rauschen, weil da kein Radioempfang ist. Oder singen wir noch ein Lied? Sie ist mitten in deinem Solo eingeschlafen. Du hast sie auf jeden Fall erstklassig unterhalten. Ich bin kein Unterhalter. Ich bin Schafhirte. Okay. Ich führe euch, meine Herde, in bester Laune nach St. Louis. Gute Laune, Bär. Netter Versuch. Warst du nicht für die Route mit Aussicht? Ich für meinen Teil wollte lieber fliegen. Oh, ich beschwere mich nicht über die Fahrt. Ich stelle mir nur Vince im mittleren Westen vor. Als Cowboy? Sind wir nicht im Urlaub? Ja.
Ja, doch, er ist doch super, die sind super optimistisch. Ja, die hatten noch keinen Spaß, oder nicht? Ja. Finde ich auch. Ja, aber auch. Hey, und das Kind schläft, was gut super. Ist. Stimmt. Ich lerne Banjo spielen, hol mir ein Ticket fürs Country Festival. Haha, du bist gut. St. Louis ist so städtisch, wie es nur geht. Und das weißt du. Die ganze Stadt hat gerade einen richtigen Aufschwung. War nur ein Scherz. Es wird alles gut. Du hast deinen Job, ich hab einen neuen Job. Das teasert so die ganze Zeit an. Ich bin so... Jetzt. Sprich mit uns. Book One. Collision. Weiß jemand, wo St. Louis liegt? Ich würde nicht mal für eine Tierfutterfirma arbeiten, wenn es der einzige Job im Land wäre. Jim, das ist nicht sehr hilfreich. Nee. Was hier das, was wieder der Titel des Kapitels ist? Du hättest ihre Ärsche verklagen sollen, so wie sie dir das Ding angehängt haben. Nicht irgendeine Abfindung unterschreiben. Noch ist nichts unterschrieben. Aber du willst doch noch, oder? Es ist deine Entscheidung, aber es ist wirklich an der Zeit, loszulassen. Also ich bin immer für... Ja, wir wollen ja eine positive Stimmung hier haben, oder? Dann soll er loslassen und... Aber ich muss nachdenken, ist auch einfach eine realistische Antwort. Ich meine, dafür ist doch so ein Roadtrip, oder? Yeah. Oh, jetzt habe ich zu lange gebraucht. Verdammt. Hart. Wenn ich unterschreibe, war's das. Ich werde nie wieder für eine Airline arbeiten. Ich weiß. Okay, für eine Airline, dann... Ich wollte gerade sagen, ist er vielleicht für einen Unfall oder so? Vince war ein guter Junge, aber er hat sich immer alles gefallen lassen. Früher wolltest du diese billigen Actionfiguren haben, um sie den anderen Kindern in der Schule zu geben, wenn sie dich wieder geärgert und haben. Und wie war ich in der Highschool? Autsch. Sorry. War nicht so gemeint. Wenn ihr mich nicht dabei haben wollt, sagt es ruhig. Zoe will dich dabei. Dann steige ich hier aus. Okay, Zoe will dich dabei. Oh Mann. Oh, wir sind jetzt sie, ne? Oh nee, wir müssen uns entscheiden, ob für unsere Frau, für den Opa oder raushalten. Ich, das ist ganz unangenehm. Ich halte mich da raus. Ich sag immer. Ihr wollt richtig Tank haben, ne? Beruhigen wir uns und versuchen die nächsten drei Tage. Nee, aber ich will sie auch nicht unsupported lassen. Ohne dass ich rede, meinst du? Das ist unser Papa? Ich find's toll, dass wir ein paar Tage zusammen unterwegs sind. Ich gehe davon aus. Ja. Und sobald wir uns in der neuen Bude eingerichtet haben, kannst du. Wischt, Leute. Oh. Vielleicht können wir es aufhalten. Tasten schnell, Herr Mann. Cookie Clicker. Nice. Ist alles gut gegangen. Wir haben es gerettet. Das ist unser Talent gewesen. Und die Kleine schläft wahrscheinlich noch. Alles okay, Spatz? Oh, Entschuldigung, wo er schlaft und dann passiert sowas. Sie steht wohl nur unter Schock. Ach, okay. Oh, nee. Oh, der Opa, wie geht's dem Opa? Oh. Da läuft Wasser aus? Nee. Wasser. Gutes Fahrwasser. Ah, dem Opa geht's auch gut. Gut. Oh, nee, so eine Redneck. Danke fürs Zurückkommen. Oh, nee. Der größte Albtraum. Oh, Mann. Landplagen. Oder eher Wüstenplagen. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Ich spreche vom Opa, ey. Hauptsache noch. Nochmal reingedrückt. Naja, so weit ist das ja nicht zum nächsten Haus. Das ist Tankstelle oder so? Cool, dass man da direkt ist. Teilen sie sich jetzt auf? Oh, jetzt sind wir die. Will nicht die Arschis spielen. Sehen wir die? Vielleicht sind die gar nicht so. Naja, das war schon... Die haben eine Dose rausgeworfen. Wie der geguckt hat. Kommt ich davon, hoffe, er hat kein unser Fun Kennzeichen hat. Nicht gesehen. Der Wichser war zu beschäftigt, ins Nichts zu brüllen. Aber da wird schön geraucht. Coole Typen aber, oder? Mhm. Richtig cool. Oh nee, nicht, dass es deren Haus ist, das direkt so nah. Northwood 28. Was haben die vor? Hässlich. Diese Häuser sehen alle gleich aus. Stimmt. Jay, bereit? Können wir den Vogel spielen? Das wäre so funny. Und dann einfach auf den Kopf. Nevermind. Kleiner Bruder. Hätten ihn nicht mitnehmen sollen. Ach was, er macht das schon. Chad sagt, der eine sieht also aus wie Steffen. Genau wie wir besprochen haben. In diesem Safe ist genug Kohle, um die letzte der Woche hinter uns sitzt, zu lassen. Wir überleben, wir behalten das Haus, alles wird wieder wie früher. Ja. Was? Ja, ich weiß ja nicht mal, was die vorhaben. Ich gebe ein bisschen Charakter rein hier. Nee, er sieht nicht so aus, als hätte er Lust darauf.
Bell, schnell, du hast dich geteilt. Oh Mann, das ist auch ein bisschen länger. Ich weiß nicht. Was, wenn er eine Alarmanlage hat? Nee, dann hat er so ein Schild vor der Tür. Du schlägst rechnen da ein, oder was? Ja, du bist will gar nicht gut in sowas. Und ich du will willst der Familie helfen, oder? Natürlich. Dann los, kletter über den Zaun und suche einen Weg hinein. Wow. Oh. Weiß Mar von diesem Ding? Nee. Aber jemand muss ja auf euch aufpassen. Klassischer Steffen. Wir haben ja etwa eine Stunde. So läuft er hier immer durch die Räume. Ja. Macht ihr die Wiege. Hey, los geht's. Dale, der Code. Die unterhalten sich viel zu lang, wenn sie sowas vorhaben. Dann also nicht, dass ich Profi das wäre. Ja, oh, merken 5926. Ich merke mir 5926. Ja, ich muss mir nichts merken. Ich nehme die Garage. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Gut getarnt auch. Ach, zwischen am Tag? Ja, da ist ja niemand. Wer wohnt denn da? Cletus wohnt da. Feltus wollte ich ja. Der hat. Sprechen, schleichen. Hunde, immer hier. Sprechen, ja, erstmal. Ne? Ja. So eine ruhige. So ein Hallo, Kleiner. Wollen wir, dass wir das verkacken eigentlich gerade oder wollen wir das schaffen? Oh, eigentlich eine gute, ja. Ich verstehe. Du beschützt nur dein Revier. Wir könnten es manipulieren. Wir hier auch. Aber der Kleine soll ja jetzt nicht zu Schaden kommen, der wird ja gezwungen. Stimmt, stimmt. Ja. Bleib ruhig. Ich will nur was von drin holen. Gibt es so viele Leute, die den Hund einfach so stundenlang alleine haben? Nee, der kann da. Doch. Oder sind da Leute? Der kann doch da aber frei rumlaufen. Es gibt Leute, die haben so, die haben Hunde im Zwinger draußen tatsächlich. Teilweise als Wachhunde. Von oben. Ui. Ja, man spielt es noch 98, ne? Da 98. ist noch nicht alles voll mit Ringkameras. Stimmt. Stimmt. Schon da? Das ist doch ihr Bro, oder? Ja, das ist doch der Kumpel. Große, böse Wolf. Ah. Nicht lustig. Gut reingekommen? Er hat einen Hund. Aber ich hab's geschafft. Was ist das? Ha, Idiot. Dem wird noch irgendwas passieren. Das ist doch viel zu evil. Dem Kleinen oder dem Großen? Dem Großen. Oh, da wohnt sogar ein... Oh, der Groß. Sheriff. Jetzt wird's nice. Persönlich. Wem gehört das Haus? Dante Romero. König der Schweine. Warte, dem Sheriff? Yep. Ma und er hatten schon Streit, bevor er mich ins Jugendgefängnis geschickt hat. Ich weiß, aber... Aber was? Ich finde, er schuldet uns was. Wir sollten die Bude etwas aufmischen, wenn wir schon da sind. Ich würde den Wachhund kündigen. Ah, nee. Nee, Mann. Tyler meinte, wir haben nur eine Stunde. Wir sollten langsam nach dem Safe suchen. Ach, mir egal. Wir sind uns schon recht einig meistens, ne? Der hat gerade seinen Speicher hinterlegt. Bitte, das hier ist Tour. Wenn wir nachher den Sheriff spielen, gucken wir auf den Bilderraum. Gab's 98 schon den Apo? Doch, definitiv. Okay, was? Okay, wo fangen wir an? Safe suchen. Was ist das? Brief? Hinterm Bild, Leute. Wer vergisst denn seine Brieftasche? Ist doch ein Portemonnaie, oder? Was wollen wir denn finden? Geld? Sind safe, ja. Ja, gut, dann. Ja, ne? Hat man auch aus Red Dead Redemption gelernt. Gutes Versteck für einen Safe. Aber in dieser Steinwand war auch schwierig, ne? Oder nicht? Stimmt, warum sollte, ja. Wollen wir mal das Foto an? Lass mal das Foto hier angucken. Erstmal brauchen wir persönliche Infos, um die Leute richtig fertig machen zu können. Wie lustig das wäre, das mit 10 Leuten zu spielen oder so. Sagte Tyler, und sich einfach nicht einig zu werden. Oh, sie hat Probleme. Sowas wie ein Arzttermin oder... Ich weiß auch nicht. Was gefunden? Nein. Vielleicht oben? Ist er Honig? Ja. Nee, er hat uns verraten. Kann sein. Bei uns? Wir sind immer noch sauber geblieben. Meine Freundin. Hier wird er noch gelöffelt, Leute. Klappe. Ich arbeite dran. Ich wäre ja so nervös, ey. Der ist sehr chillig, mit so einem würde ich das nie machen. Zitronen gibt. Komm schon. Hilf mir, mich zu rächen. Oh, nee. Oh. Was will der Komm, lass uns das manipulieren. Schubsen. Ja. Oh, da steht nicht mal. Oh, ich will ihn gern schubsen. In den Kühlschrank und dann Tür zu. Schniedel da einklemmt. Keine Ahnung. Außerdem ist das ekelhaft. Ja. Du bist echt ein Weichei. Noch mehr DNA, weißt ne? Du das? Hm. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Ist da DNA drin? So kriegst du. Chat, ist im Urin DNA drin? So. DNA. Genug herumgealbert. DNS. Du siehst dich DNA. Oben um und ich check die anderen Zimmer unten.
Okay. Was war deine Zahl? 2, 6. Ja, 5, 9. Krass, ich fange mich auf. Wie ist das denn? Oh, dann, da wohnt jemand mit Behinderung. Wollen wir doch nicht einbrechen, ey. Der sichere Ort bei Safe ist ein anderer Safe. Oh. Oh nee. Die Mutti. Das sind die Frau. Oh nee. Oh, sie hat einen Notfallbutton. Ich will das nicht entscheiden jetzt. Wegrennen. Wenn wegrennen geht, dann wegrennen, Leute. Nee. Wie nee? Nee, dann sollen die gepackt werden. Ah, das dürfen wir gar nicht. Bin ich froh, ey. Nach 12 Jahren Jumbo-Jet sollte ich doch ein Auto reparieren können. Der Chat ist sich noch online wegen der DNA im Urin. Ja, klar. Kennt man ein Motel, kennt man alle. Desert Dream. Geht ihr schon mal vor? Das sieht cool aus. Hol mir eine Flasche Wasser. Eine interessante Form. Rides Mom sagt, ich darf bei ihm übernachten. Warte nicht. Da sind jetzt nur 3 Sterne drauf. Ja, doch, wieder 6. Ich noch mal kurz überprüfen. Hallo? Da kam gerade nur ein kleiner Junge raus, ne? Aus Patience is a virtue. Bimmeln auf jeden Fall. Ich warte bei sowas, Leute. Echt jetzt? Ja, klar. Du stehst dann da. Doch da. Ja. Wenn die Leute mal chillen wollen, sollen die chillen. Direkt sagt. Unsympathisch, wenn du. Guck jetzt wieder nochmal. Ich klingel nochmal. Nee, 10 Sekunden warte ich aber auch. Ja, gut. Es ich würde vielleicht eine Minute warten. Aber man macht schon Doppelklinger am Anfang. Du machst Ding, Ding. Du machst ja nicht Ding. Stimmt. Du machst Ding, Ding. Aber auch nur in den States. Oh, hey. Sie ist genervt. Tut mir leid. Danke fürs Warten. Sie ist höflich, weil wir nur einmal geklingelt haben. Wir hatten ein paar Meilen östlich von hier einen Unfall. Haben Sie vielleicht 2 Zimmer frei und die Nummer eines Abschleppdienstes? Oh, keine Chance. Unser Mechaniker Frank ist übers Wochenende in Tucson. Na gut, dann nur die Zimmer. Weil das Sie einen Mechaniker haben. Nur Barzahlung. Die Route 66? Ich habe 52. Oh. Wie? Das reicht für ein Zimmer. Hey, Joyce! Bin hier beschäftigt. Ganz kurz, es gab keine Karten früher. Er geht doch nicht für 50 Euro hier auf den Trip. Ja, ja. Bitte. Also, wir können nicht verhandeln. Nee, komm, oder? Ein Zimmer. Bitte ist so... Nicht mit Opa, der schnarcht. Wollt ihr jetzt Ärger machen? Bitte, es wäre eine große Hilfe, so. Wenn ich den Rest morgen bezahlen könnte. Ich interpretiere das mal falsch. Meine ich Tochter so, bitte? Braucht ihren Schlaf. Ach so. Und mein Vater schnarcht unerträglich. Siehst du? Oh, so eine Süße. Ja, ist sie echt? Du ihr isst. Wollt mich doch wohl nicht um ein paar Dollar betrügen. Nein. Eddie ist ein richtig guter Betrüger. Ich muss man genau im Auge behalten. Oh. Kinder. Ach so, weil wir vorhin geschummelt haben, ne? Gibt sie uns. Okay. Das stimmt, du hast recht. Ja, das wäre bestimmt anders gewesen sonst. Vielen Dank für die Unterkunft. Oh, nee. Nun, wir haben ja noch Platz. Und helfen gerne. Schon wieder eine Sicherung. Ohne Schutzschalter geht's einfach. Oh, hey, willkommen in Turok. Paul, frag bitte Norma, ob sie das Auto von dem Mann zum Parkplatz abschleppen kann. Oh Mist, haben Sie einen Platten oder sowas? Ich kann gut Sachen reparieren. Nein, Motorschaden. Aber Sie können es gern versuchen. Ein roter SUV östlich, nicht zu verfehlen. Wird gemacht. Ist ja nett. Ja. Aber nichts ist immer Oh, jetzt kommt der Ober und versaut. Sag. Kennen wir uns? Nee, man verwechselt mich oft mit Clint Eastwood. Der hat irgendwas am Stecken, der Opa. Der verheimlicht viel. Deswegen war er auch so in der Wüste unterwegs, oh, ne? So. Gott sei Dank ist das hier kühl. Er hat da so eine mafiöse Gang oder so. Die Wüstengang oder so. So Mad Max. Die Rattlesnakes. Die 66 Badesachen sind im Umzugslaster. Und hüpf nicht 66. Auf den Bett rum. Okay. Da darf man aber auch nur beitreten, wenn man 66 ich ist. Eine Tiersendung anschauen? So wird ein Schild drauf. Hey, ich hab gesagt, nicht hüpfen. Ich höre auf, wenn ich Fernsehen darf. Ich hab noch nie auf einem Bett gesprungen. Was? Habt ihr das gemacht? Ja. Als Kind, ja. Nie. Okay. Ja, komm, es war eine stressige Situation, Leute. Aber die ist so aufgedreht. Die wird ja noch aufgedreht. Stimmt. Ich kann euch eh nicht überstimmen. Nee, aber ich bleib bei deiner Meinung. Du kannst deine Meinung trotzdem kundtun. Ich muss mir danach ein paar coole Dinge erzählen. Mann, die Kleine kann echt gut verhandeln. Sie hatte einen harten Tag. Lass sie ruhig. Genau das, was ich gesagt habe. Alles okay?
Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich verspannt an. Ja, komm ran. Gibst du mir eine Massage? Nettes Zimmer. Sieht aus wie meins. Ich gehe kurz mit Zeus raus. Vince, würdest du mitkommen? Wir sind doch gerade hergelaufen. Tja, aber er muss pinkeln und ich will mit dir über etwas reden. Na, immerhin ist er offen. Der Shady. Hat sie irgendwas dazu gesagt? Ach komm. Scheideweg, oh, das ist so eine Situation jetzt wirklich, glaube ich, wo das Spiel anders belaufen würde. Warum Mist? Das ist halt auch ganz geil, ne, bei so einem Spiel, dass du halt das nochmal spielen kannst und dann die anderen Wege gehen. Ich will jetzt schon wieder zurückgehen und dasselbe nochmal packen. Ja, ja. Ja, mit dem Hund gehen, weiß ich nicht. Ich hab mehr. Nach so einem Unfall will ich echt einfach nichts mehr machen. Okay, bei der Frau bleiben? Ah, geh du nur, ich bleibe hier. Darf ich mit? Eigentlich wollte ich sowieso nur dich dabei haben. Nein. Tja, jetzt habt ihr es. Oh. Jetzt ist unsere Tochter weg. Toll, Leute. Ja, aber das stand da nicht. Ich bin so empfindlich, wenn es um deinen Dad geht. Mach dir keine Sorgen. Ich hab dich doch vorhin im Auto unterstützt. Es ist nur... Guck, das war auch, weil wir ihr zugestimmt haben vorhin. Er wird bei uns einziehen wollen. Oh Gott, meinst du? Ich lieb's. Darauf wette ich. Wir sollten vielleicht darüber nachdenken. Jetzt hat der auch noch Sein Krebs. Sein Krebs wird ja nicht besser. Er tut mir leid. Oh, darf nicht lesen aber vorher. Ja, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen kann. Er hat dich fast 30 Jahre im Stich gelassen. Ich will nicht, dass er Zoe das antut. Ich weiß. Aber früher war er ständig in irgendeiner Entzugsklinik. Weil er dealt. Er hat sich geändert. Komm, zeig mal deine Schultern. Der ist bestimmt hier bei Dings. Im Kreis schlängeln. Oh ja. Schlängelt. Das ist gut. Wie hieß der von Breaking Bad nicht auch? In der Wüste? Wischen. Ja, wir geben uns da richtig Mühe. Oh, genau da. Da ist es. Ich hab aus Versehen richtig doll den Knopf gedrückt. Hast du mitgemeint? Als ich Zoe gestern abgeholt habe, meinte ihre Lehrerin immer wieder, wie schlau sie sei. Dass sie schon weiter ist beim Lesen und Rechnen. Gab es da jemals Zweifel? Sie meinte auch, wenn Zoe die Schule wechselt, könnte man überlegen, ob sie die erste Klasse überspringen und gleich in die zweite gehen soll. Warte, was? Das habe ich auch gesagt. Aber als ich darüber nachgedacht habe, vielleicht wäre das gut für sie. Sie wird gefordert, lernt Neues. Michelle, nein. Sie wäre die Kleinste in der Klasse. Man würde ihr das Pausenbrot klauen und so. Oder sie findet ein paar tolle Freundinnen, die zufällig ein paar Monate älter sind. Ich weiß nicht. Aber sie ist ja auch Einzelkind, ne? Ganz schon. Würdet ihr das machen? Ich finde das auch schwer, weil so sozial ist es ja schwierig, oder? Du weißt, sie hat uns streiten hören. Also mit eurer Tochter, nicht selbst. Ja, also entweder es wird im Alter schwieriger, sowas zu bringen, weil dann die Freundeskreise gefestigter sind. Oder ist es gerade am Anfang schwieriger, reinzukommen, inhaltlich? Druck ist, ja, mit Druck muss man lernen, umzugehen. Aber ich denke eher so an den sozialen Aspekt. Ja. Ist wieder bei Belle. Belle, du musst schon wieder. Nee, ich bin auch. Sie ist Einzelkind. Das ist blöd, wenn sie dann doppelt. Ich will sie nicht überfordern. So quasi. Wenn sie in der Klasse nicht mitkommt oder keine Freunde findet. Vince, das wäre der perfekte Zeitpunkt. Sie geht sowieso auf eine neue Schule und... Stimmt. Gut. Okay, ich verstehe dich. Oh. Nein, wir haben ihr die ganze Zeit zugestimmt. Sie kann uns jetzt nicht so kommen. Wegen neulich. Was war neulich? Das Auto ist da. Opa, immer diese Teaser. Ach, wirklich? Großartig. Ich hole mir ein paar Snacks aus dem Automaten. Willst du was? Nein. Muss nicht sein. Jetzt haben wir sie richtig enttäuscht. Wir haben ihr schon zugehört. Aber sie muss auch nicht... Ja, ist jetzt nicht der Ort. Ja. Wir sind im Urlaub. Und der Opa ist komisch. Sagte Bill zu Hillary, ich dachte, der Gazastreifen wäre ein berühmter Film. Oh Mann, der Opa hat, glaube ich, das ist Hier der Opa von also Nils, oder? Mit den Wortspielen, der Kader. Aber die Wortspiele sind das kann ich nicht, nur nicht mit Nils und Level. Ja. Nee. Was kriegen Sie? Nichts? Ihr seid Gäste. Los, pack ihn hin. Wow. Was in aller Welt? Du kennst sie doch nicht. Nee. Los. Das sind doch nicht unsere Jungs, oder? Doch. Wie, die sind schon fertig? Wozu haben wir uns den Code...
was ja, tun? Auf jeden was wer gerade? Sind sie? Wer sind sie? Ach so, Arme runternehmen. Ich dachte, tun mit Schießen. Aber nee, gut, die sind so. Noch eher, ne? Quasi. Ja. Oh. Ja. Okay. Genau. Warten Sie. Sie brauchen keine Hilfe zu rufen. Nee, klar. Vertrau dem Einbrechermann. Vorschlägt. Oh nein, sie ist auch noch. Erkunde den Schauplatz. Erkunde den Schauplatz? Beruhige sie. Ja. Yeah. Ansonsten bist du RIP, Bro, dann bist du, hast du dich selber da reingefunden. Bitte nicht. Ich werde ihnen nichts tun. Nochmal beruhigen. Geht nicht. Rollstuhl. Was? Oh nee, das nee, ist nee, ja nee, auch, nee. Dann, ist auch übergriffig. Dann ja. Lieber da reißen. Meint ihr? Ja. Bevor wir da an den Stuhl packen. Was? Er schubst sie weg? Wir sind richtig gute Quicktimer. Was, aber ich will mehr? Das gar nicht tun, alles. Oh, okay, okay, das fange ich noch übel. Okay. Ja. Sorry. Du bist in Sicherheit. Nee. Sie müssen mit. Sie müssen ziehen, ja. Ja. Sie sind seine Frau? Was, wo soll die so Frage hin? Den Sheriff? Sie müssen tun, was ich sage, okay? Wenn meine Brüder merken, dass sie hier sind. Verstehen Sie? Kann ich reden. Oh. Ja. Sorry. Wir wollen nur das Geld. Dann sind wir weg. Ja, was sollen sie denn ohne, also... Die braucht auch Geld in Amerika, Bro. Wenn sie so krank ist, Alter. Ja, schon mal Versicherung gecheckt. What money, ja? Gute Frage. Ich weiß nicht. Wissen Sie es nicht? Hat er nichts gesagt? Und die direkte Übersetzung, geil. War's Geld. He never tells me anything. Oh. Du gehst jetzt rückwärts wieder raus aus der Wohnung und erzählst dem Typ nicht, dass sie oben sitzt. Und hauscht ab. Ja, ohne Scheiß. Oder fange ich an zu schwäbeln, ey. Try the office. End of the hall. Der wäre hier. Ah, okay. Word, girl. Die Ehe ist auch nicht mehr so. At this point müssen wir 50-50 machen. Sie kriegt die Hälfte, wir gehen mit dem Rest. Ja. Und der Dude unten kriegt gar nichts. Dann fahren wir sie noch woanders hin, wo es cooler ist. Ja, und dann muss sie trotzdem die Polizei rufen, weil... Sonst ist sie mit. Dann Trudy. Können sie ja noch Versicherung betrügen. Stimmt, stimmt. Das ist eine Option. Alles gut. Wenn sie eine hat. So ist es gut. So machst du es gut, ja. Da ist jetzt der Safe. Komm mal. Unter dem Globus da. Hier drin muss er sein. Oder hinter dem Bild. Oh, wie er einfach ein Bild von sich selbst da, hat da, ja. Ich will trotzdem hier mal so ein bisschen... Ich glaube auch, dass... Lass mal Lucia an. Ja. Die wird ja jetzt die Polizei nicht mehr rufen. Ja, stimmt. Ich hab doch da auch... Rats of Arizona. Marlene Vogelbeobachter. Cool. Ach, guck mal, er hat richtig gute Interessen. Und das boah, jetzt klaut er jetzt auch noch, ey. Warum? Ja, wird gut. Nimmt er das Bild auch mit? Ich will noch mehr Bücher angucken, ist mir egal. Okay. Es geht zweimal? Lasst mal dann noch rausgucken, weil nachher so... Oh nein! Wir sind aus Versehen den richtigen Weg gegangen. Kennt ihr das bei Computerspielen, wenn ihr erstmal sidewalken wollt? Oh nein, das... Wir haben den Schatz. Gar kein Problem. So, Leute, wie waren eure Zahlen? War die 5, 9... 2, 6. Ja. Dafür haben wir doch... Waren wir in der Schule. Wenn der jetzt falsch wäre. Dann will den Chat fragen, Gott sei Dank. Ja. Damn. 1337. Sieh dir das an. Oh, Scheiße. Was verdient dieser Wichser? Hier, packen wir ein. Der nimmt bestimmt heimlich Schmiergeld, der Sheriff. Hätte ich so viel Geld wie dieses gierige Arschloch. Wir hätten aus dem Fenster gucken müssen. Irgendwas passiert draußen gerade. Würdest du nicht? Obwohl, wir wissen ja, dass in 30 Minuten es den sowieso gut geht. Also nein, verdammt. Polizei kann schon ich nicht würde einen 64er Pontiac GTO kaufen. Die schickste Karre, die je über die Straßen gebrettert ist. Ja. Und du? Was, wenn du das ganze Geld behalten könntest? Bitcoin investieren. Wir haben gerade übrigens für Game 2 Achievements freigeschaltet. Bitteschön, Leute. Ne? ich will keins. Wer die ehrenvollste? Familie... Oh, schnell, Bell! Ja! Ja, wir stecken halt schon drin. Was, ihr denkt an euch? Nee, wir. Ich würde mir ein Busticket kaufen und verschwinden. Wir sind ja schon drin, wir können es nicht mehr revidieren. Aber für die Familie sind wir drin. Vielleicht. Ach so, ja. Ich bin 18. Na gut. Er ist 18, ja. Ich merke schon, ihr seid egoistische Schweinchen. Würdest du zu deinem. Sagt der Schummler. deinem Bruder stehen da? Das ist so ein
Nee, nicht der gehört nicht. Das cool, erst dann aus der Familie raus. Wir sind Klempner und haben ein verstopftes. These. Der Sheriff. Scheiße. Chillt mit dem Opa. Oh. Weil los, woher hat schnell. Der Sheriff das Geld? Aber was hat der Opa für Geld? Was? Ja. Ja. Hol nur schnell meine Information. Mhm. Hab deine Therapie übrigens auf Montag verschoben. Ja, das entscheidest du einfach so. Ja. Boah, das muss so schlimm sein. Oh. Boah, da würde ich mich schneller. Mein Herz so doll schlagen, ey. Wir würden nicht in so eine Situation kommen, hoffentlich. Wart ihr schon mal in so einer richtig aufgeregten Situation, wo ihr dann versucht habt, leise zu atmen und das geht einfach nicht mehr so. Das hatte ich schon mal. Ich überlege gerade beim Versteckspielen. Ja, so, ja, genau. Aber im Endeffekt hat er gerade Cola getrunken und nicht. Na, der rübst gleich. Jetzt muss nur ich, okay. Oh, krass. Wer ist da? Nein. Direkt die Knarre. Oh, ich dachte schon, Bell war zu langsam. Ist ja gerade die Frage, wenn ihr auch gewischt habt, vielleicht habt ihr ja gerade aus Versehen das Geräusch gemacht. Vielleicht muss man nee. Wirklich aufpassen. Oh, das wäre cool. Ich habe einer einfach wischen darf quasi. Aber ich finde es auch gut, dadurch, dass es punktuell ist, muss man auch. Also, man ist ja eh aufmerksam. Mhm. Es ist. Chen hat gewischt, ich hab's gehört. Ja, ich hab's nicht. Jetzt. Oh, oh, müssen wir. Nein! Scheiße, war eure Schutz mit mir geredet. Wir haben's verkackt. Wir müssen ihn überwältigen, Leute, das wisst ihr, ne? Wir haben es 9-mal richtig gemacht, 1-mal falsch. Wir müssen ihn jetzt platt machen. Wie? Wer bist du? Ich such nur einen Videorekorder. Ja, das ist schlau. Boah, wenn er. Was ist mit meiner Frau? Was? Auf die Knie, Hände hinter den Kopf. Ja, der kann hops genommen werden, gar kein Problem. Wir haben alles richtig gemacht, in fact. Hey, jetzt hau ab. Was? Zur Tür laufen. Ja, scheiß auf den. Ja. Scheiß auf. Oh, ich hab. Hä? Du wolltest den Sheriff. Ich glaube. Du wolltest den Sheriff? Du wolltest den Sheriff hauen. Ich hab von Bubble geguckt gerade. Der sieht uns jetzt, ich wusste es. Oh nein. Oh nee. Was? Oh, aber er hat halt auch gesehen, dass wir abhauen wollten. Ja. Oh. Oh Leute, ich will sofort zurückdrehen und wissen, was die andere Möglichkeit war. Scheiße. Nicht schießen. Knockouten. Ja, lauf weg. Ruf nochmal einen Krankenwagen. Wobei, die sind ja informiert, ne? Er hat ja die Polizei gerufen. Er ist die Polizei. Ja, ich bin hier die Polizei. Habt ihr die Kohle? Oh ja, wir haben es. Jan gibt einfach. Du bist einfach lebensmüde, Bro. Die haben auch direkt vorm Haus geparkt, als hätte der Sheriff sich nicht gerade das Auto kaufen. Ja, auch macht keinen Sinn, das stimmt. Das ist ein inhaltlicher Fehler. Ja, jetzt haben wir die 5 Sterne. Verbockt. Oh Mann, von einer Scheißsituation in die andere, ne? Mhm. Ist auch viel los Sie auf der. Haben uns nicht gesehen. Nein, die hätten gebremst. Mal hergehört. Wir wollen euch nicht wehtun, wir wollen nicht mal euer Geld. Wir müssen nur hier untertauchen, bis wir abhauen können. Macht keine Dummheiten und euch passiert nichts. Woher weiß ich, wissen wir denn, dass die einen Haufen Geld haben? Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich wäre. So ein Standardspruch. Ja. Ich wäre komplett unterwürfig bei so einem Raubzug. Wir sind nur auf Durchreise. So stelle ich mir auch vor. Genau wie wir. Tut, was ich sage, und wir sind schon bald hier weg. Du, stell den Hund ruhig. Nee. Da kann man jetzt in so einer Situation gar nichts für über so ein Tier durch. Und in die andere Richtung fahren, bevor sie merken, dass da niemand ist. Zu riskant. Was, wenn sie Straßensperren haben? Hä? Vince, wir müssen etwas tun. Ja, Opa, halt die Schnute, wirklich. Tu einfach, was er sagt. Der Mechaniker hört schon so gut zu. Ja, der Vater denkt doch eh, wir sind diesem Mann genug. Keinen Plan zu haben. Wir müssen was auch immer weg. Das bedeuten soll. Erst wenn es dunkel wird, dann Scheiß drauf. Verschwinden wir querfeldein. Unsere Chance. Ich sag dir, wir müssen weg. Runter. Oh, was? Yes, girl. Oh, ganz ruhig. Jetzt geht's los. Lass uns damit habt ihr nicht gerechnet. Mach die Schrot weg. Sie meint es ernst, ich hab's ja, gesehen, sie hat geschossen vorhin. Wir kennen unsere Frau, sie ballert. Ich kenne sie zwar kaum. Was laberst du? Glaube, sie hat den Zimmer umsonst gegeben. Dich fragt keiner. Allerdings.
Was kann ich unsere Frau? Die Woche auf dem Schießplatz. Nee, wir kennen unsere Frau. Joyce, wenn das Ding losgeht, dann kratze ich sie von der Wand. Aber sie ist hardcore, aber she knows. Muss es nicht kommen, wenn wir es schaffen, diesen Jungs aus ihrer misslichen Situation zu helfen. Ein Scheiß helfe ich ihnen. Zeigt eure Gesichter. Der Mechaniker will ja. Was nimmt vor allem erstmal diese Schrotflinte runter. Runter mit der Waffe. Nachher haut der Mechaniker ihr noch einen drauf oder so. Was sind die von... Oh nein. Oh nein, was? Ihr habt unser Auto gerammt. Die Holt-Jungs. Oh, no. Die Holt, so wie die Doltons. Nein, nein, nein. Was ist mit ich ihm? Kann nicht. Wieso nicht? Echt jetzt, Paul? Du, nimm die Waffe. Einfach nur abnehmen, ja. Oh, nö. Sehr gut. Aber nicht so jetzt Richtung... Nein, nicht auf ihn. Wenn du das tust, wirst du es bereuen. Nee. Wir zielen nicht, Leute. Doch, natürlich. Wir haben unsere Tochter da. Wir lassen doch die Waffe nicht fallen. Ja, fallen ist wirklich dumm. Oh Mann. Es gibt nichts. No fail. Aber ich würde sie fallen. Kann er sie bitte nach hinten werfen? Ey, wenn das unsere Tochter sieht. Oh Mann. Trauma des Jahrhunderts. Keine Waffen. Oh nee. Ja. Dann tue sie unten. Ja, genau. Unter Schrank oder so. Doch nicht zum Opa. Doch nicht zum Hund. Da kommt doch der Dritte jetzt. Ja. Ja. Genau. Ciao. Nein! Und? Oh nee! Ich bin viel zu invested gerade, Entschuldigung. Ich komm mal wieder runter, wir sind gerade ganz woanders. Ausgang, oh shit, jetzt stirbt jemand. Hey, hast du den Truck versteckt? Hinten, in einem Schuppen. Tyler, diese Leute haben uns nichts getan. Das würden sie aber. Bullshit. Du und Dale, behaltet sie im Blick. Ich muss telefonieren. So bist du nicht. Ich bin's. Es gibt Ärger. Kann man solche Telefonate nicht auch noch checken dann? Hm. Der kennt die Nummern auswendig. Kennt ihr noch irgendwelche Nummern auswendig? Nee. Außer eure ICQ-Nummer natürlich? Nee, nicht mal die. Rüber zu den Tischen. Oh. Ehrlich nicht? Nee. Meine Telefonnummer kann ich. Okay. Ihr habt doch niemanden verletzt, oder? Wir haben den Präsidenten getötet. Stimmt's, Bruder? Du bist der mittlere Bruder. Ja, Chad kennt auch der die ICQ-Nummer. Der im Knast gelandet ist. Halt die Schnauze. Warum? Oh, der sieht aber auch wirklich am übelsten aus. Joyce nicht. Ich hab gehört, du bist genau wie dein Daddy. Ein kaputter Holt, der gerne die Welt zerstören würde. Oh, don't think I am. Mit einem Waffentypen so. Schön provozieren. Ja. Beste Idee. Vor allem, der Alter. Ist nicht... Muss das sein? Das finde ich geil. Nervt. Oh. Oh, nichts sagen geht auch. Ui. Ich will nicht, dass die Zeus erschießen. Das ist mein Problem. Oh, ich kann noch um. Komm schon, Mann, du erschreckst den Hund. Oh, wir haben noch, wir können uns auch überstimmen, ne? Habt ihr gesehen? Er ist ein Hund. Er hat keine. Wie geht das mit welcher Taste? Also ich konnte jetzt Kreis drücken, dann würde ich das wieder revidieren zumindest. Er soll die Schnauze halten. Da überstimmen. Wir haben noch alle. So ein Veto. Hund beruhigen. Der Hund, oh, nicht kriegt man den Hund beruhigt? Das ist ja die Frage. Oh Mann, der darf nicht sterben. Ich glaube. Ja, okay. Hey, hey, Zeus. Kennst du mich noch? Er soll die Schnauze halten. Ja, der Kleine ist doch halt mal Zeit. Was machst du? Das nennt sich den Raum kontrollieren. Indem du auf Hunde zielst? Reicht es nicht, dass du dem Kästenjungen den Kiefer gebrochen hast? Mach mich bloß nicht an. Oder was? Brichst du mir auch den Kiefer? Oder erschießt du mich? Ja, dumm, ne? Komplett. Oh, ich wusste, du kannst den Hund nicht beruhigen. Nee, Joyce kann sterben. Sie soll nicht sterben, aber sie kann für sich selbst einstehen. Also ich sehe jetzt nicht den Sinn. So ist gut. Braver Junge. Man muss halt alles deeskalieren. Ja, genau. Ja, er hat's drauf. Scheiße. Fischen? Nein, nein, fischt. Oh, gerade ging es ums Leben schon wieder. Hast du mal an. Klicker. Ruhig, Zeus. Okay. Ja. Wir sind dabei. Okay, Ausgang. Gott, wenn er jetzt weggelaufen wäre. Ja. Bist du zufrieden? Jetzt nimm die Waffe runter. Du solltest nicht wirklich... Das führte John Wick zu mir. Ich hab genug von dir. Sehr gut. Weißt du das? Kleb ihr den Mund zu. Jetzt diese Geiseln, hey, müssen andere Geiseln knechten, so diese. Mhm. Der ist schon so ein Psycho ein bisschen. Aber ne? Er ist nicht so Psycho, wie er tut. Oh, sorry. Nee, ich bin halt nicht raus. Naja, ich würde es halt machen,
Weil, oh Mann, jetzt habe ich wieder nicht rechtzeitig. Mach die Drecksarbeit jetzt. Man kann es ja absichtlich nicht ganz zukleben. Stimmt, aber ob das Spiel... Das ja. Ja, das war die falsche Entscheidung, glaube ich. Ja. Du hast recht. Warum ist da so viel Gepäck in deinem SUV? Weil wir Urlaub machen. Wow. Wer ist noch mit dir unterwegs? Sag mir besser die Wahrheit. Oh ja. Wort. Der Zirkus. Nee. Nee. Was? Wie hast du das gemacht? Mit Dreieck. Der Zirkus ist in der Stadt, Leute. Hast du den Zirkus gelesen? Jetzt geht's los. Du laberst nee, du musst jetzt eine noch Scheiße. Ach so. Wieso sagst du ihm gut, das? Aber hilft das überhaupt? Wählt mal zusammen oben meine Familie. Mal gucken, ob es geklappt hat. Oh nee. Ich hab's verkackt, oder? Nee, ich weiß nicht. Weil das war echt waghalsig. Meine Familie. Ah. Mein Vater, meine Frau und meine kleine Tochter. Oh, das wäre geil gewesen. Schade. Ist gut, weil er hat so, oder so gecheckt. Dann hat er rausgefunden, dass... Ja. Der mag uns beim ersten Anzeichen von Ärger verrätst du deine eigene Familie. Hä? Hast du echt eine Scheißangst? Habe ich recht? Ja. Was heißt verraten? Ja. Ich kooperiere mit dir, damit du meine... Der hält sich. Nee, er hat recht. Ich habe eine Scheißangst. Achso, hat er gefragt, ob wir Scheißangst haben? Ja, dann hat er recht. Ah ja. Ich dachte, er will den Verrat jetzt. Ja, haben. Ich dachte auch. Da habe ich eine Scheißangst. Ja, okay. Also... Oh, da ist er wieder. Der Sheriff? Ein Cop. Was machen wir? Das ist nur Big Sam. Er kauft eine Limo. Was ist mit dir, Paul? Und geht dann wieder. Jay, nach hinten. Werd den Bullen los. Verstanden? Wieso ist Paul so... Invested. Ja. Haltet den Mund. Dann geht das alles hier schneller. Warum chillt der? Warum kann der Opa chillen? Er macht gleich ein Käffchen. Du kommst mit mir. Hallo? Hallo. Hey, Sam. Paul, wie läuft's? Ruhig wie immer. Mein Daddy sagte immer, wenn du nicht langsam machst, siehst du die Wand nicht, bevor du reinknallst. Hä? Was? Verstehe ich dich. Wo sind Joyce und ihr Junge? Oben? Oh, Ash übernachtet bei einem Freund. Los, drauftreten und Fuß. Joyce fühlt sich nicht gut. Sie liegt seit Tagen weiß im Bett. Weiß hinterlassen. Eieiei. Nee, ich glaube dann... Ärmste. Dann ist hier Schießerei. Dann stirbt irgendjemand, den wir nicht möchten. Du hast nicht zufällig drei Typen in einem blauen Pickup gesehen, falls du unterwegs warst? Nee, war den ganzen Tag hier. Von wem war das Ding? Was halten Sie von der Joyce? Ja. Gastwirtin da, ja. Kann mich nicht beklagen. Ja, Joyce hat den Laden gut im Griff. Mann. Sie ist schon wehrhaft, ne? Besser ist. Ja, in dem Moment. Ist auch nicht ohne. Was? Hot. Ja, okay. Arschloch. Hm. Was verschlägt sie nach Turok? Immer schön die Wahrheit sagen. Umzug? Ich weiß gar nicht, was. Ich dachte Urlaub. Ist der, oder war Urlaub? Oder wir sind unterwegs nach Mexiko. Warum tust du so, als würdest du lügen jetzt? Meine Frau und ich lieben es dort. Welche Stadt? Mexiko-Stadt. Ist Guatemala, ist doch keine Stadt in Mexiko, weiß oder was? Weiß nicht. Egal, was du sagst. Mexico City? Wird unangenehm. Ich weiß nicht. Mexico City, ja. Mexico City ist die Hauptstadt? Ja. Jetzt ist der Chat so lololol. Mexiko-Stadt. Ja, ich frage, ob dir das wirklich? Soll ich gerade sicher für Touristen sein? Wir Bullshit. Arbeiten ehrenamtlich. Doch, schon scheiße, da. Nein. Klar. Ist eine Großstadt, ist die Hauptstadt. Ja, aber mit 15 Millionen Menschen, nicht so mit 2. Ja, trotzdem. Ich, Big Sam, wo bist guter du? Schuss. Desert Dream. Aber ich bin auf dem Rückweg. Jedenfalls suchen wir drei Idioten, die ins Haus des Sheriffs eingebrochen sind. Kaum zu glauben, wie dumm man sein kann. Sie sind bewaffnet und gefährlich. Wenn du was hörst, ruf die Polizei. Glaubt ihr, dass dieser Arizona-Eistee auch weißt in Arizona du, gefunden wurde? Also nee. Erfunden wurde, nicht gefunden? Sie waren maskiert. Glaubt ihr, da so eine wurde? Quelle. Ich glaube nicht. Ach was. Ich glaube, das ist einfach gebrandet.
Moment. Guatemala ist ein Land. Ja, genau. Sicher, wirklich alles genau wie ich gesagt. Ach, du hast von Guatemala geredet. Ich habe vorhin von Mexiko-Stadt geredet. Oder haben wir da noch einen Fall? Nee, da haben wir auch. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Hilfe. Hilfe. Nee. Doch. Was? Was ist auch nicht? Los, Chat. Wiederholte. Was? Besser ist. Okay, nein, ich habe auch. Ich hatte noch auf Hilfe. Ich meinte Hilfe als Gag, weil ich nicht wusste, was er gefragt hat. Ich sehe mich nicht mehr. Ach, da. Das wäre so geil wie random jetzt Hilfe. Hätte ich was gesehen, würde ich es Ihnen sagen. Okay, macht's gut. Ach, diese Holzketten, ne, an dieser Tür. So 90er. Vince! Daddy? Was ist los hier? Oh Gott. Oh, die Maus, die hat einfach nur Trauma heute. Der Hundi auch. Ich bin glücklich, dass er noch lebt. Und ihr seid auch ganz schön fertig, ne? Dale, Jay, Steffen, Alter. Ich krieg's nicht mehr weg. Gangster Steffen. Moment mal. Oh Mann, ey. Wenn wir problemlos wegkommen, lasse ich sie an dem Telefon frei. Aber wenn du die Bullen rufst... Was? Ich flehe sie an. Wenn er meine Frau mitnimmt. Bei ihr tut's... Also bei mir wird's komplett. Da kann er sich verdüseln. Du willst ihn kloppen? Ja, sorry, sie ist... Oh, Eva, okay, jetzt wird's krass. Ich würde sie nicht mit ihr gehen lassen. Jetzt aber... Oh. Nein. Ich? Vince, pass auf! Warum ist Fetten? Sehr gut. Ich drückte. Was? Okay, was? Tristan, Herr Mann! Krass, das ist ja geil. Ich dachte erst, sie haben dich outgecallt. Ich... Okay, es wird schneller. Hämmern alle! Hämmern! Wir haben ihn jetzt! Die schießen. Ja. So regelt man das. Oh nee. Oh Mann, ey. Der regt mich am meisten auf. Wo ist der Opa? Ja, hat die Tochter schon okay. Plötzlich keinen Bammel mehr vor einer Waffe. Er soll sie loslassen. Dann wäre die Sache etwas unausgeglichen. Oh, das ist so ein Arsch, ey. Nimm lieber die Waffe runter. Oder du behältst dein Spielzeug mal. Willst du das wirklich? Vor deinem Kind? Boah. Ergeben? Bro, das ist eine richtig elendige Entscheidung. Nee, schießen würde ich aber auch nicht. Aber ich würde mich auch nicht ergeben. Warum hat man nur... Naja, du musst dich entscheiden. Okay, wir haben keine Zeit. Das Problem ist aber, ja, der hat ja eine Waffe an der Pistole von unserer Frau immer noch, ne? Ja. Der hat eine Waffe an der Pistole. Nur weil wir ihn erschießen, heißt es nicht, dass wir nicht erschossen werden. Hm. Oh. Und das ist noch der Vernünftige. Wahrscheinlich stirbt er. Der andere ist so crazy, ich glaube. Ja. Der wird schon... Aber wie reagiert der, wenn... Es ist gerade auch so ein komisches, du traust dich eh nicht Ding, ne? Hm. Ich check die Psychologie dahinter nicht. Ich schieß ihn jetzt, du musst jetzt schnell... Wobei er, nee, stimmt. Wenn, es bringt auch nichts, den Waffenlosen jetzt zu erschießen. Ist doch scheiße. Oh. Ihr seid blutrünstig, Chat. Ja, Chat wollte, dass wir killen. Ihr seid Killer. Ich wusste doch, dass du zur Vernunft kommst. Nachher ist dann, ich werde ja erstmal gecheckt, ob die überhaupt geladen ist. Oh. Die naja. Auch drauf an. Noch sind die ja keine Mörder, oder? Ja, das klickt jetzt nur und da ist halt nichts drin, bestimmt. Oh aus Gott. Nächster Nähe. Okay, was geht? Kundschafter? Oh, wir haben jetzt. Geil, es gibt so eine. Ich bin Friedenshüterin. Oh, das passt wirklich gut. Yeah, I like. Ja. Ändert einfach meiner Meinung. Weiter, ne? Das ist echt wert, cool. Ne? Stell dir vor, das machst du mit so vielen Leuten. Oh, das ist richtig cool. Okay. Wir sind sanft. Oh, du bist entschlossen. Weigert sich aufzugeben oder loszulassen. So. Wie so ein Horoskop gerade. Ja, das ist wirklich so. Fanaterin. Oh, krass. Okay. Der Entscheidungsbaum. Man sieht aber nur das, was man halt selbst gewählt und erreicht. Aber wo werden wirkliche... Guck mal, da sind diese Trennungen. Was ist noch passiert? Diese Spaltwege, das war der Moment, ob wir mit Opa gehen oder mit ihr bleiben. Boah, die haben wir ja richtig viel quasi verpasst. Ja, da unten, das wäre der Weg gewesen, hätten wir den Code nicht gewusst. Das ist generell, ne? Die unterscheiden sich ja ineinander. Guck mal, oben hast du jetzt halt nochmal eine Abzweigung und die teilt sich dann auch nochmal auf. Das ist schon cool bei diesen Games immer. Ja. Nächstes Kapitel, oder? Oh, guck mal, drei quasi Ausgänge gibt es. Ja. Ach, krass. Ja. Das. Okay.
Wir haben die mit Schuss. Jeweils einem Toten, glaube ich. Oh, nee. Oder einer Toten, ja. Vielleicht, hey, These. Oben war die Lösung, wo wir töten. Unten war die Lösung, wo die uns töten. Die Mitte war die Lösung. Vielleicht haben wir gerade das Gute. Genau. Wir waren die ja. Peacefully. Ja. Oh, das wäre cool. Ja, das wird mich beruhigen. Okay. Erstmal ein Schlückchen. Jen, möchtest aber du ist das nicht hier jetzt auch ein guter Punkt für eine Unterbrechung, dass wir einmal kurz durchatmen können? Und ja, liebe Regie, wollen wir vielleicht die Werbung ein bisschen vorziehen? Wie sieht's aus? Passt euch das in Kragen? Okay. Ja, ist klar. Dann werden wir einmal ganz kurz in die Werbung huschen, uns ein bisschen erfrischen und erholen, damit die Nerven nicht so blank liegen. Ihr habt gemerkt, wir haben hier gerade fast Leute umgebracht. Wir müssen uns beruhigen. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ihr Lieben. Das riecht aber lecker. Ja, das ist mein neues Chili-Rezept. Mit Tomaten, Mais und... Doch nicht etwa Bohnen. Ach Quatsch, das ist Chili-Sin-Bohne, denn Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Herzlich willkommen zurück bei unserem kleinen Let's Play zu As Dusk Falls. Yay! Wir haben getrunken. Wir haben getrunken. Und sind ready für die nächste. Ach so, ja. Ich dachte gerade, was? Warte mal. Nee, aber noch mal ganz kurz. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das im Multiplayer tatsächlich Spaß macht. Ich bin eigentlich immer eine Person, so ein krasses Story-Spiel. Mhm. Spiele ich auch gern für mich allein so. Mhm. Aber ich. Man hat hier echt gut Zeit, auch sich zu unterhalten und ein bisschen zu diskutieren und was man selbst machen würde und wie man votet und sowas. Und sich darüber aufzuregen. Was? Das würdest du machen? Crazy. Und ja, diese Umstimmenfunktion, die müssen wir nochmal irgendwie nutzen. Ich hätte gehofft, dass es beim Zirkus klappt. Aber ich glaube, mit 8 Personen wäre das auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer als jetzt zu dritt. Aber ich finde es schon gut, dass wir 3 sind und immer halt irgendwie eine Entscheidung fällen müssen und die dann aber auch schnell kommt. Also ich finde es wirklich spaßiger mit euch. Ich weiß nicht, ob ich das alleine durchstehen könnte mit meinen Nerven. 8 Leute aber ist krass, ja. Zu dritt macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, Leute, wenn ihr auch Interesse habt, schaut mal rein. Das gibt es ab heute auch für PlayStation 4 und PlayStation 5. Ja, macht super Laune. Wie gesagt, bis zu 8 Leute können mitmachen. Und auch online natürlich. Ihr müsst nicht auf der Couch sitzen zu 8. Könnt auch online zocken. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Ja, ne? Yes. Wir starten mit dem nächsten Kapitel. Muss noch was? Klicke. Jawohl. Alle leben noch, muss man sagen. Noch. Wir glauben, es hätte schon jemand sterben können. Und der Chat glaubt es auch. Schaffen wir. Es war. Siehste? Du hattest recht. Ach, was? Ich sagte doch, ich tue keinen. Okay, sie überrascht mich wirklich. Aber du legst es wirklich drauf an. Dale, ich hätte auch nur geblufft. Wir hauen ab. Aber er blufft nicht. Ich glaube, er, wenn jemand einen killt, dann er. Ich dachte, es wäre aus. Ich auch. Ich habe weiche Knie. Das fände ich nicht an. Ich weiß, warum du es getan hast, aber es geht nicht. Ja, ist jetzt der Zeitpunkt für eine Fahrradkette-Diskussion? Oh, da sind wir uns aber schnell einig. Ja. Ich konnte vor Angst nicht klar denken. Ich weiß. Ich will dich nicht verlieren. Ja, wir wollten dich nicht verlieren. Ich will niemanden verlieren. Deswegen hast du deine Hand gerade weggemacht von meiner. Oh, Schatz, mir geht's gut. Das ist halt auch krass, dass die Kleine ist ja die ganze Zeit dabei. In 2 Tagen sind wir in St. Louis. Und es wird sein, als wäre das hier nie. Leine ist der Hund auch immer ohne Leine ist, ne? Leute, wir gehen nirgendwo hin. Guter Spruch. Kommen wir jetzt nochmal in Panik und verschwinden in den Hinterausgang. Das ist Dante. Er holt uns hier raus. Das ist der Sheriff. Dein Vertrauen in ihn hätte ich gerne. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so gut ausgeht. Krass, ja. Dieser Grafikstil ist crazy. Mhm. Und das entscheidet ja immer, wann es so ist und wann es aber flüssig kommt. Das finde ich, die Abwechslung ist nice. Oh, wir haben schon einen Ausgang gewählt gerade. Hier spricht Sheriff Romero von der Polizei Touro County. Aber das wisst ihr Arschlöcher ja schon. Die gute Nachricht, Einbruch ist in Arizona ein Vergehen der Kategorie 3. Man kriegt fast nur eine Verwarnung. Die schlechte Nachricht, ihr habt in mein Haus eingebrochen und auf mich geschossen.
hätte ich keine Wäsche. Naja, aber die wissen doch jetzt schon, dass da auch Unbeteiligte sind. Jemand hat die Bullen gerufen. Dass der Sheriff jetzt so einen auf Aggro macht. Naja, die marschieren ja jetzt noch nicht rein mit dem SWAT-Team, ne? Das ist ja schon noch alles hier. Aber es hat keiner die. Niemand hat niemanden angerufen. Ich rufe euch an und verhandle mit euch. Mit dem Arschloch reden wir nicht. Oder? Unsicher, sehr gut. Hast du die Polizei gerufen? Ich habe gewählt und nicht aufgelegt. Hier sind wir leichte Beute. Wir sollten beim Plan bleiben und es mit einer Geisel versuchen. Nee. Mehr Geiseln oder mehr Geisel? Niemand kommt rein. Tyler, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir uns einfach... Sag es nicht. Romero ist ungeduldig. Und diese Kleinstadtbullen können nicht mal eine Fliege fangen. Am besten warten wir. Okay. Das klingt. By the way, Turok, ne? Ich warte die ganze Zeit auf Demos. Wenn sie nicht aufgelegt hat, wie kann die... Die Polizei wird euch schnappen und euch einsperren. Hör auf, oder du wanderst in die Ecke. Hey! Die Ecke. Du nicht mit meiner Enkelin reden. Da rastest du aus? Ja, ich glaube, klar. Ja. Opa Enkelbond. Genug! Ich trusted dem Opa nicht. Ich weiß nicht warum. Ins Büro. Da hinten ist ein zweites Telefon. Na gut, ich würde gerne ins Büro. Wenn du erreichen könntest. Ohne euch. Also nicht die. Was machen wir? Tyler beleidigen oder ihn ruhig trott? Einen Witz reißen. Das würde Nils einklicken. Guck mal, wir haben auch pro Kapitel 3 solche Vetos oder so. Nein. Was? Hast du auch deinen Vetos? Habe ich Veto benutzt? Arschloch. Ich habe das gemacht. Wenn du jemanden nach hinten bringst. Ich wollte auch Veto nutzen, ich weiß nicht wie. Du kannst nicht richtig Dreck? Zuhören, weißt du das? Lustig. Kerl. Meine Lehrer haben dasselbe gesagt. Jetzt gibt's Stress. Darauf hast du Bock nicht. Willst du da hinten landen? Na komm doch. Aber warum? Das Fenster ist zu klein. Oder ist da hinten noch ein Telefon? Scheiße. Gott, verdammt! Du willst mit den Cops plaudern? Na gut, reden wir. Moin, wir sind's. Naja, wir wollten ja Action, ne? Oh, irgendwas passiert. Können wir noch bei Knuddels chatten jetzt? Wie? Soll deine Frau überleben? Dann geh ran und tu, was ich sage. Ach, ist schon noch lame jetzt lang. Also, diese Drohung. Ja, die drohen uns oft mit ihrer leeren Waffe da. Ne? Sheriff Romero, mit wem spreche ich? Er soll seine Männer zurückpfeifen. 30 Meter. Sag ihm das doch Vincent selber. Vincent Walker, ich bin eine Geisel. Sie sollen 30 Meter vom Motel entfernt bleiben. Klar, wenn ich zuerst ein paar Antworten bekomme. Okay. Gut, fangen wir mal an. Wie viele Geiseln gibt es? Sag 20. Das ist ein bisschen unrealistisch für so ein... Nee, lass mal... Nein, noch nicht hier liegen. Aber was will noch nicht, oder? Das ist das Hauptding, wo sie reinkommen. Mhm. Echt, ist egal, wie viele Geiseln, oder? Für die Polizei. Wir müssen immer aufpassen. 20. Volles Haus. Ach ja? Mein Kollege, der bei euch drin war, meinte, es sei nur eine... Anfall, weißt du, Leute. Ja, stimmt. Wir müssen woanders liegen, damit er mehr Infos hat kriegt. Hat die Leute im Hinterzimmer nicht gesehen? Eine Frage. Ist jemand von Ihnen verletzt? Es geht allen gut. Ja, das stimmt. Das stimmt ja sogar. Na gut nicht. Aber ja, gut. Oh, sagen wir. Aber wir wollen wir sagen, dass ein Kind da ist, schon eine wichtige. Ja. Aber das weiß wissen Und das ist ja nicht gelogen. Das heißt ja nicht, dass... Meine kleine Tochter, Zoe, sie ist nicht das verletzt, aber... Perfekt geantwortet. Ja. ...alles miterleben musste. Oh, armes Kind. Wir holen sie da raus, okay? Ja, gut. Gut, ihr habt geredet. Jetzt 30 Meter zurück. Oder es sterben Geiseln. Okay. Gut gemacht. Dankeschön. Du bist besorgt. Das sehe ich. Dale und ich, wir hatten Pläne. Ich wollte eine Baufirma gründen. Er hat ein Logo für mich entworfen. Lichtwechsel. Aber diese Leute... Entweder das Geld oder wir sind tot. An unserer Stelle hättest du dasselbe gemacht. Naja.
Ich bin kein G. Ich würde dem, glaube ich, ein bisschen entgegenkommen. Ihr wollt euch einschleimen. Es ist nicht so, weil ihr meine Familie rettet. Ja, ich denke schon. Das war auch wieder eine gute Antwort. Heißt ja nicht, dass er es macht. Bin sofort da. Aber relatable war er. Und dann hat er gesagt, ich denke. Ihr hättet nie nach Turok kommen sollen. Wir wollten aber. Dann hätten die die nicht anfahren sollen. Die wären ja sonst weitergefahren. Das ist stimmt, ne? Wir sind echt nur da wegen... Oh. Es hat alles angefangen mit einer Dose, die aus dem Fenster geworfen wurde. Mhm. Wegen denen sind wir da, wegen denen ist alles doof. Genau, wegen denen ist unser Auto kaputt gegangen. Blöden Dortens, ey. Wir haben diese Nacht im Hotel so, übrigens auch bezahlt. Schauen wir mal. Stimmt. Das Geld zurückkriegen at this point. Ziemlich weit oben. Dann eines Tages, peng. Motorenteile im ganzen Hangar. Zwei Arbeiter im Krankenhaus. Ah. Einer im Sarg. Weil sie eine Mutter an einer DC-10 nicht festgezogen haben. Nein, so war das nicht. Es war eine defekte Verdichterscheibe. Die Airline hat überall gespart, ich habe sie gewarnt, aber... Trotzdem steht Aussage gegen Aussage. Mein Rat, unterschreiben Sie. Nehmen Sie das Geld. Das Angebot ist gut. Das ist ein Maulkorb. Wenn ich unterschreibe, war's das mit der Karriere. Ja, dann sind 10.000 nicht so viel. Ich brauch den Scheck nicht, er reicht sowieso nicht weit. Alles, was ich will, ist mein Job zurück. Mr. Walker, mit Verlaub, Sie werden nie wieder für eine Airline arbeiten. Das sagst du. Also, tun Sie sich einen Gefallen. Nehmen Sie den Stift. Nö. Nee. Warum so radikal Tisch umwerfen? Es ist so... Warst du mit deinen Faxen die ganze Zeit da? Achso. Ja, ich wollte noch gucken, vielleicht finden wir ja noch eine dritte auf. Oh, kommt ja manchmal, wirklich. Noch Kampfgeist in ihnen. Warum wollen die immer, dass wir uns beweisen auf so eine komische Art und Weise? Mhm. Scheiße. Hallo? Ach, du bist sicher mit Packen beschäftigt. Ich habe Zoe vom Schwimmen abgeholt. Wir sind bald da. Alles okay? Die Klimaanlage ist auch kaputt. Ja, oh nee. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich war im Büro des Anwalts. Oh. Ein Traum? Um diese Uhrzeit? Während ich gepackt und von unserem neuen Leben in Missouri geträumt habe. Also ziehen wir doch um. Wir haben es falsch verstanden. Ich weiß, dieser Umzug ist ein großer Schritt und echt stressig. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Wir sind um 7 da. Ja, so wirst die Wohnung nicht wieder los. Zoe? Ja. Sorry, was los? Okay, bis später. Der wird nicht so glücklich, der Mann. Mann, bin ich echt eingepennt. Okay, geil, Alter. Leute. Du hast bis 7 Uhr Zeit, die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Wir räumen jetzt auf. Bald ist es soweit, es ist um 6:30 Uhr abends wieder hell. Stimmt. Nice. Okay. Also abwaschen. Ja, erstmal abwaschen. Dessert machen? Was? Erstmal. Er hat ja gerade gesagt, er will. Ja. Oh, warte. Wohnung? Wetter prüfen. Fotos einpacken. Fotos einpacken ist wichtig. Oh. Shit. Wir waschen jetzt ab, oder was? Ja, mach mal. Oh Gott. Was? Ach so, was? Ich habe gerade Kreis gedrückt. Tasten haben wir. Wäre abwaschen immer so einfach. Okay, Abwasch fertig. Träumchen. Jetzt die Fotos. Weil wenn die fehlen... Ja, das ist wichtig für uns. Ich meine, das Wetter kann ich auch von hier aus sehen. Ja. Was soll denn das? Fotos ansehen. Nee, schneller. Das muss zackiger gehen. Stimmt. Naja, so ein bisschen Nostalgie. Guck mal. Oh, dieses kleine Gesicht. Die ist schon schnell groß geworden auch. Ja. Die war aber auch wirklich die erste, die laufen konnte. Ja. Früher als die anderen. Ja. Da stehen hinten Sachen drauf. Das scheint ewig her zu sein. Von seinen Kollegen dann, ne? Wahrscheinlich ein Geschenk. Ich würde mir mehr Sachen wünschen, wo man sich mehr Sachen merken muss. Ich fand es voll cool am Anfang, dass unsere Sinne so geschärft wurden. Mhm. Ja. Jetzt fehlt es mir gerade ein bisschen. Mhm. Aber es kommt bestimmt. Eine Sache habe ich noch im Hinterkopf, das ist dieses Vogelbuch. Irgendwas wird es damit auch noch nicht haben. Klimaanlage reparieren. Nee, warum sollen wir jetzt die Klimaanlage reparieren? Ja, das kann auch bei Vermieter machen. Schachteln packen. Ja. So, wir sind jetzt mal produktiv hier. Danke.
Können wir sagen, wir haben das erledigt. Geil, produktiv sein, während man auf der Couch sitzt. Hm. Besser geht's nicht. Manche Träume werden wohl nie Wirklichkeit. Och. Kann naja, alles werden. Du bist doch noch ein junger Mensch. Wollte gerade sagen. Okay, jeder Mensch, der laut tickende Uhren in der Wohnung hängen haben, die sind mir einfach suspekt. Das macht mich ja, das ist nicht mehr. Nee. Also wir haben jetzt echt. Was ist dieses Dessert? Aber ich finde auch so digitale Uhren, die ganze Zeit leuchten. Mhm. Nicht so geil. Aber sie hat ja nicht gesagt, Klimaanlage reparieren. Wir sollten nur aufräumen und aufräumen. Guck mal jetzt das Wetter an. Vielleicht ist ja doch irgendwas. Ich würde ein Dessert für meine Frau machen. Ach so, na klar. Damit sie, wenn sie mit den Mädels kommt. Es gab Schokopudding, als wir eingezogen sind. Warum also nicht aus dir nicht ausziehen? Es gab, glaube ich, einfach immer Schokopudding. Oh, dann machen wir jetzt die Küche wieder durch. Ja. Und dann yay, drain. Da passt das Drehen richtig gut mal rein. Nächster, sei stark, Vince, Finger weg von der Schokolade. Ich will auch Nachtisch, ja, ich auch. Ich kann mich auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal Schokopudding habe. Daddy! Vielleicht hole ich mir gleich noch eine. Wie war dein letzter Tag? Sendung? Da bin ich dabei. Okay, zur folgenden Sendung. Millie gab mir ihre Adresse, aber sie wird mir fehlen. Ja, ich verstehe. Das ist eine große Umstellung. Wir schreiben ihr, sobald wir in St. Louis sind. Okay. Ich muss jetzt Mami helfen. Zieh doch schon mal deinen Schlafanzug an. Bringst du mich heute Abend ins Bett? Klar doch, Kleiner. Sie ist gerade im Chat. Kommt euch die Synchronstimme also bekannt vor? Ja, von dem Protagonisten tatsächlich auch. Von ihm. Aber ich kann auch nicht sagen, woher. Kamelen. Mit wem schreibt sie? Ach, hat der Umzugsdienst angerufen? Krass. Nein. Da bist du sofort aufmerksam gewesen. Hm? Ja, mit wem hat sie geschrieben? Ja, ich sagte, ich wäre fast fertig, aber... Was ist los? Wir haben nicht das Zeit... Wir haben alles erledigt. Was fehlt denn noch? Die Klimaanlage. Ich hab's versucht, ehrlich. Ich habe unterschätzt, wie viel noch zu tun war. Und wegen der Klimaanlage. Ja. Das sollte nicht unsere Aufgabe sein. Ja. Finde ich auch. Stimmt. Ich auch. Ich kenne nur unseren Vermieter. Wer es kaputt macht, repariert's. Ja gut, das ist halt tut wirklich leid, so, wenn man das mir da jetzt Klimmzüge gemacht hat. Ist alles okay bei dir? Ich würde das Klebeband noch schwarz anmalen, dann fällt es nicht so auf. Es ist nur ja, ich würde es auch hochklappen. Gibt ja Gott sei Dank auch weißen Gaffer. Ist egal. Das sind wieder weißt eure Gangster. Was du gesagt hast, als ich im Steuerbüro entlassen wurde? Hier mit zwei richtig gefährlichen alle Leuten. Schreibwaren ein, wenn du rausgehst? Nein. Du sagtest, Veränderung schmerzt nur, wenn man sie verhindern will. Und du hattest recht. Wäre ich nicht entlassen worden, hätte ich nie die Doktorarbeit geschrieben und meinen Job an der Universität bekommen. Verstehe. Positiv denken. Ja, das haben wir doch am Anfang und auch gemacht. Habe ich Pudding gemacht. Schokopudding. Scheiße. Vincent Walker. Du weißt, wie man eine Lady verwöhnt. Ja. Okay. Die Hausarbeit sei dir verziehen. Besser ist. Ich verhungere. Zoe hat schon gegessen, aber ich den ganzen Tag noch nicht. Geil, dass sie das ins Bett und du isst was. Könnt ihr euch noch dran erinnern, an die Zeit, dass ihr mal schlafen gegangen seid, als es noch hell war? Also ans Alter? Ich kann mich da voll dran erinnern, dass ich zu Bett gebracht wurde, als es noch hell war, ja. Krass. Ich meine, es war 20 Tagen, glaube ich. Ungefähr. Was willst du denn zum Morgen? Jungspund, du. Ich habe geträumt, die Umzugsleute hatten meine Sternenlampe. Und ich hatte solche Angst, weil es so dunkel war. Weißt du was? Ich hatte neulich einen Albtraum. Von etwas, das ich einfach nicht vergessen kann. Von der Dunkelheit? Nein, aber ich glaube, manchmal versuchen Träume, uns etwas zu sagen. Und was? Beides irgendwie richtig. Ja. Kommt drauf an, ja. Aber der Kleinen würde ich, glaube ich, das sagen. Ah, dieses Dunkel, da kann man noch Angst vor etwas, wie stimmt. Vor der Dunkelheit. Und das ist okay. Das ist bei Life is Strange ist das ja so, dass du in der Sekunde, wo du was entscheidest, zurückspulen kannst
und dann den Weg aussuchst, der anders aussieht und danach entscheidest. Also die langfristigen Konsequenzen weißt du natürlich nicht, aber du kannst dir zumindest die Optionen einsetzen. Das ist auch ganz nett. Sense of Persia, Sense of Time. Ja. Richtig auch. Aber ich finde das ja auch ganz cool, weil dann hat man mehr Bock, das irgendwie einmal komplett nochmal durchzuspielen. Oh, ich hoffe, der Umzugsdienst kommt morgen. Wie schwer ist es, eine Bestätigung zu senden? Schon fertig. Gut gemacht. Ich gebe ihr besser noch einen Kuss, bevor sie einschläft. Ist gut. War ein guter Tag. Ja. Ja. Und man sich nicht beschweren. Man kriegt Essen. Oh, er guckt aufs Handy. Ich wusste es. Da ist irgendwas. Na bitte. Na. Nee. Ich möchte wetten, das sind sie. Nein. New message. Nein. Sweet little smile cupcake on last name. Von Bruce. Wer ist Bruce? Mann. Oh yeah. Nee, so eine Nachricht willst du halt nicht lesen, ne? Aber cool, dass das so ein Font war, wie man nicht. Ja. Ist auch ganz anders interpretiert werden. Nee. Cupcake. Warum ist das Licht Vielleicht ging es um Muffins. Ein Stromausfall. Die haben wir hier ständig. Das ist kein Stromausfall, das war der Sheriff. Dale, halt die Augen auf. Klar. Ich muss verdammt nochmal hier raus. Oh, und dann ziehst du um irgendwie einen Tag später mit der Frau, ne? Bitte, das soll aufhören. Jay, bring sie nach oben und stell sie ruhig. Ja. Nicht. Gibt's irgendwas anderes? Nee, ne? Und verriegle die Fenster. Okay, Jay, hier ist der Tisch. Haarnadel, könnte helfen. Ich kümmere mich um dich. Naja. Hier, muss ist hier beim Fenster ist noch was. Hinten ist ja so vergittert, oder? Ja, rüttelt er richtig dumm dran. Gleich, pass auf, so dünn. Ich glaube, dass wir die Tür jetzt nicht mehr versuchen dürfen, weil wir das Fenster versucht haben. Hier kommt man nicht durch. Oder? Nee, okay. Ja, er wollte dran rütteln, habt ihr gesehen, ne? Die waren irgendwie verbaut. Irgendwas in seiner Hosentasche. Wo suchst du? An der Hosentasche. Hey! Okay, Achtung. Oh. Kreis. Oh, Kreis. Fies wäre auch. Oh. Runter. Oh, ich habe X gehämmert, das war knapp. Da hat er mich überrascht. Nein, zu dunkel draußen. Ich kann uns kaum sehen. Wir müssen zum Telefon. Hol ein Seil, wir müssen die Geiseln fesseln. Hey, hast du etwas gehört? Nein, wir haben keinen Ton gemacht. Wir sind die schlechtesten Ninjas der Welt. Zoe ist oben. Und sie hat Angst im Dunkeln. Oh, Leute. Sie werden euch schnappen. Das weißt du doch. Sei ruhig, Joyce, im Ernst. Geil, wie die einfach schon so eine persönliche Ebene haben und sich voll beleidigen. Vielleicht querfeldein versuchen? Niemals hört man das nicht, wenn man da hochgeht. Lass mich lachen. Das knarscht doch. Shinobi. Ja, Happy Slothmoth hat recht, das ist ein Shinobi dann, ne? Ja. Ninja sind Zoe. Kämpfer. Spatz, ich bin's, Daddy. Kämpfer-Shinobis. Das sind Kassetten. Sonnenaufgang, die Nacht ist auf jeden Fall vorbei. Da kommt jemand hoch, Bro. Psst, leise. Mach keinen Mucks. Wer ist Jay? Unsere Frau, oder? Heißt die nicht Michelle? Wer ist denn Jay? Sind das noch andere Gäste? Ja. Wir müssen jetzt ganz leise sein. Oh, das ist eine Frau mit ihrem Kind wahrscheinlich auch. Warum verstecken wir uns? Nee, aber so. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Hey, ich bin's. Vince. Ich komme rein. Daddy! Ach, okay, erst Jay. Okay. Ich hab hier nichts getan. Ich schwöre. Okay. Ich weiß, hab's gehört. Zoe, geht's dir gut? Gut, dass wir gelauscht haben dann. Ich will nicht mehr hier sein. Nee, die muss gehalten werden. Die braucht jetzt mal. Ja. Ich will euch nicht beeinflussen in eurer Entscheidung, ne, aber. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es okay ist, Angst zu haben. Hey, ja. Was habe ich dir gesagt? Ja. Es ist okay, Angst zu haben. Ey, du bist eine Maschine. Geschrieben haben wir das. Ja. Es hat gut geklatscht gerade. Das war richtig gut, ja. Stabiler. Klatschen und tanzen, das machen wir hier bei Rock. Ich hole uns hier raus, bevor... Heute Abend wird viel getanzt. Bevor hier irgendwas passiert. Okay? Mit Mami? Und Opa? Halt! Ich will nicht ins Gefängnis. Wir sagen einfach, du bist unser Sohn, komm.
Zu wem sagen wir jetzt vielleicht auch nicht? Zu ihr? Nee, zu ihm. Zu ihm, ja, komm ein bisschen. Ja, weil er kann ja Sachen noch anders machen. Er ist ja, er sieht auch sehr jung aus. Er kann uns bestimmt noch helfen irgendwie. Mach keinen Unsinn. Zumal man kann sich immer entscheiden, etwas anders zu machen, auch wenn es so wirkt, als gäbe es keinen Weg raus. Aber er ist trotzdem einsam, der Arme. Da wurde gerade gespeichert. Wie er sich runterbeugt beim Treppe gehen. Oh Gott, ey. Wie soll das gelöst werden? Geht's euch allen gut? Ja, stimmt. Frag doch. Du hast sie gefunden, eingelöst. Redet doch nicht. Vermutlich so laut. Ja. Ich flüstere doch. Das Mädel weiß das. Wir müssen hier verschwinden. Gib mir deine Hände. Oh, wisst ihr, was fies ist an der SMS? Lass uns das jetzt vielleicht in den Entscheidungen beeinflusst, ihr gegenüber. Nein. Doch, meine ich. Du warst ja aber gegenüber eh so ein bisschen zurückhaltend und widersprechend, oder nicht? Nein. Nein. Du wolltest auch unterstützen. Alle auf den Boden! Polizei ist da. Nicht schießen! Okay, das ist random. Wir sind Geiseln! Jetzt nehmen die uns fest. Ganz ruhig. Wo sind die anderen denn jetzt alle? Wo sind die Täter? Ist jetzt noch eine wilde Schießerei oder was? Wo sind die? Oh nee. Scheiße. Warum? Zur Tür. Es gibt Deckung. Dümmste Idee ever. Hä? Inhaltlich nicht so? Jetzt wird's gefährlich. Da ist ein Kind immer noch, Freunde. Ich würde dem Kind die Ohren zuhalten. Warum guckst du da hin, als wär's Kino, Bro? Komm schon, jetzt oder nie. Wir schaffen's nicht. Doch, jetzt nicht aufstehen. Doch. Nee. Die haben doch keine geilen Waffen mehr. Die haben ja keinen Schaden. Polizei, meinst du? Naja, jetzt können wir doch raus. Aber die Polizei regelt doch jetzt. Ja, aber dann können wir... Jetzt einer... Oh Mann. Hat einer von denen eine Knarre von dem nachher denkt die Polizei, wir wollen abhauen, weil wir involviert sind oder so. Wir müssen raus. Viel zu gefährlich. Ich sterbe nicht in diesem gottverdammten Motel. Jetzt rennt er und stirbt. Oh, oh mein Gott. Nein. Oh, da ist der richtige Arsch. Den gesehen? Der richtige Arsch? Oh nein. Arsch. Hund. Ich wusste, das ist eine miese Idee. Warum jetzt alles durcheinander bringen? Das passiert, wenn... Aber es war auch... Ich sagte 30 Scheiß-Meter. Eine richtig scheiß Idee von dem... Von der Polizei, oder? Hä? Wie konnte die Polizei das jetzt nicht einnehmen? Das habe ich nicht verstanden. Die waren einfach scheiße. Die sind noch nicht. Haben die schon mal vom SEK gehört? Jim. Vermutlich Jim, nicht. Hörst du mich? Oh Gott. Schon gut. Okay. Vince. Ist Opa verletzt? Nein. Ich weiß nicht, Schatz. Der wird schon wieder. Oh, der hat eine gute Wunde am Kopf. Jim, geht's dir gut? Dad! Er braucht einen Rettungswagen. Ruf den Notarzt! Er sieht okay aus. Ist wohl nur eine Gehirnerschütterung. Nicht nur How do you know, Paul? Paul repariert Dinge, er weiß das. Paul weiß gar nicht. Bist du noch da, Opa? Oh Gott. Das ist meine Schuld. Opa ist cool geworden. Er brauchte nur einen Knall auf den Kopf. Wieder gut machen wollte. Perfekt. Was wieder gut machen? Sprich. Hey, bist du bei uns? Warum liefst du weg? Weißt du, wo du bist? Und wie fühlst du dich? Ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er Gedächtnisverlust oder so hat. Wie fühlst du dich? Mein Kopf dröhnt. Ist Eddie okay? Wer? Okay, er ist lost. Oh, okay, ja. Er ist lost. Er ist wirklich, ja. Ich komme schon klar. Ich brauche nur eine Minute, um meine... Ganz ruhig. Oh, nee. Er braucht einen Arzt. Ja, Paul. Ohne Witz, der geht mir... Das ist mein Hasscharakter gerade.
Der Paul. Weil er dich so schnell auch suspekt ist oder nur weil er. Ja, weil er immer nur komische Sachen einwirft. Ich konnte mich nicht verstecken. Paul ist Arzt. Zum Glück Paul habe ich ihn. Be Paul. Dale, versuch den ersten Stock zu verrammeln. Hm. Britt, dass sie sich ernsthaft versuchen einzuschanzen, ey, das ist doch einfach das Dümmste. Du kommst ja nie weg. Nie komplett. Was? Nein, nein, stopp! Du hörst mir zu. Ich will einen Helikopter. Oder ich fange an, die Geiseln zu töten. Und wer von den dreien kann ganz genau Helikopter fliegen? Und unbehelligt nach Mexiko. Mit, oh, wir aber, ne? Also hier. Seit jetzt. Ihr seid doch völlig überfordert. Nicht werden? Ihr habt sogar einen Einbruch versagt. Oh mein Gott, du hast recht. Verschon mich. Kriegst du das hin? Wir haben bei der Airline gearbeitet. Aber jetzt brauche ich etwas von euch. Lasst eine Geisel gehen. Davon halte Kind ich oder nicht Opa? Viel. Kind. Gut. Oh, Opa. Oh, nee. Pragmatisch. Warum? Ihr seid doch bestimmt ganz oder? Das ist so eine Krankenhaus-Szenario. Nein, auf jeden Fall das Kind freilassen. Wir denken da erst drüber nach, wenn es soweit ist. Pizza. Und zwar nicht von diesem Drecksladen. Frank als ob es so viel Auswahl gibt in Two Rock. 20 Minuten. Gute Neuigkeiten, Leute. Einer darf nach Hause. Kind. 100 pro Leute. Ja. Die wird nur traumatisiert. Oh, oder sie fragen uns nach Frauen. Der Opa erinnert sich eh nicht. Ja, der Opa, den Opa ist. Oder wir schicken Paul weg, damit er nicht mehr. Ah, wie geil. Das finde ich gut. Wir werden einfach wieder umgeführt. Ja, dann doch lieber Paul. Ist das ein Kiff-Joint, den er da hatte gerade? Gonna miss you, sweet little smile. Cupcake. Endlich die Nachricht von der Umzugsfirma. Morgen früh kann es losgehen. Wenigstens noch ein kalifornischer Sonnenuntergang. Ja, guck. Das ist doch hier. Das glaube ich nicht. Das ist ein Fehler. Vor 13 Jahren wollte ich so dringend weg aus St. Louis. Die erste aus der Familie am College. Meine Mom. Ich werde nie ihren stolzen Blick beim Abschied vergessen. Aber weißt du was? Mir war nie klar, wie stolz ich sein würde, zurückzukehren. Er sieht ein bisschen aus ich wie Vitus. Es wäre ne? nicht so viel zu tun. Jetzt nicht mehr. Oh, das ist was Stressigeres als umziehen. Na, Scheidung. Oh. Wegen so einer Ding. Also wenn die lange verheiratet sind, dann hat diese Bindung doch auch eine Bedeutung. Also nur wegen einer Nachricht. Aber er sagt ja nur, gibt es etwas Stressigeres? Scheidung. Kommt schon noch. Nein! Ich habe mich nicht entschieden. Ich komm, oh, was? Was du hast... Wir hatten Putt. Okay, die Frage ist, gibt es was Stressigeres als Umzug? Die nicht Sex- unsere Lütte. Komm, wälz das nicht auf ihr ab. Okay. Scheidungen sollen stressig sein. Aber heute ist... Heute unser letzter Abend. Ich glaube schon, dass es und hier ist schon so keine Zigarette. Du weißt schon. Wollen wir ihn unvergesslich machen? Wer ist Bruce? Nee, nicht erwähnen. Doch, doch, ey, sofort ansprechen sowas. Ja, das stimmt auch. Das ist ein Geschwür, das wächst ganz viel und schnell. Ja, aber das ist so, ja, warum? Das ist, weil ich dir nicht vertraue. Ich will sie küssen. Bruce? Übrigens hast du eine Nachricht. Irgendwas mit Cupcake? Warum hast du... Das meine ich. Vince? Ja, na und? Sie war ein arschiger Mensch. Ich hätte das jetzt mit dem Umzugs. Ja, genau, ja. Genau, ja. Ja, ich... Wir sind verheiratet. Oh mein Gott, ich habe dein Handy angefangen. Ich wollte nur sehen, ob es der Umzugsdienst war. Du kannst mich doch nicht ausspionieren. Das ist ein Cheater-Move. Ja. Wer sowas sagt... Ja, komm mal, geh mal ran da an Bruce. Das würde man nicht sagen, wenn man was nicht zu verstecken hätte. Sie geht auch noch ran, aber ich wollte gerade sagen. Immer küssen, sagt Chat. Immer küssen. Küssen oder schießen? Das küssen Option, küssen und schießen, das ist unser küssen Ding. Küssen und schießen. Bonnie und Clyde, Leute. Hallo? Ja. Oh, danke. War schön, mit Ihnen zu arbeiten. Ach, Sie werden sicher gut ohne mich zurechtkommen. Oh nee. Da ist nicht rein. Gretchen ist auch assi, oder? Leute, ich bin überfordert bei diesen sozialen Geschichten gerade. Oh, unangenehm. Ihnen auch alles Gute. Wiederhören. Aber Bullshit, ja, weiß ich auch nicht. Soll sich einfach erklären. Alles cool dann. Ja, aber die sind doch eh morgen weg. Tja, meine Kollegen vermissen mich wohl jetzt schon. Das ist eine Lüge. Kollegen, wie Bruce. Ja, wie Bruce. Warum ist das so wichtig? Daddy?
Dass die Kleine auch immer in solchen Momenten reinprasselt, ne? Die hat so. Ja gut, dass wir nicht geküsst haben. Ich kann nicht schlafen. Auch mit der Sternlampe nicht. Gigi geküsst und geschossen, sagt Jack. Das ist stimmt, ja. Ja, Spatz. Starker Move. Wir bleiben doch immer zusammen, oder? Du, ich und Mami. Warum fragt sie? Alleine warum? Ja, ausgerechnet jetzt. Du, das, ich soll ja, ja. Ich frag, was da los ist. Okay, geküsst und geschossen hat sich ab jetzt etabliert. Perfekt. Auch wenn wir alt und grau sind und du uns abends ins Bett bringst. Es ist übrigens sehr gut, dass wir sie da jetzt nicht mit reinziehen. Mhm. Sowieso. Pino, geh. Ich suche nach Details. Also. Ich kaufe dir das Bruce. Nicht ab, dass sie nicht ja. das Gespräch sucht, weil sie wirkte reflektiert. Oh, er ist Dozent für Makroökonomie. Wir haben zusammen die Finanzkrise in Ecuador untersucht. Das ist eigentlich alles. Das ist. Ich meine, Cupcake, das ist vielleicht ein Name, den man schnell. Aber ich werde dein süßes Lächeln vermissen. Okay, ja. Ja, ich würde nicht so unselbstbewusst reingehen. Mich würde eigentlich nur interessieren, hey, ja, straight, wie empfindest straight du? Straight raus damit, ja. ja. Wie empfindest du, was ist das, Girl? Also, magst du ihn? Er ja. ist clever. Fachlich kamen wir gut klar. Okay. Aber an der Uni ist das hart. Man hat kaum Freunde dort. Clever, vom Fach. Sieht aus wie Patrick Swayze, den Typ kenne ich. Hier ist er. Vergessen wir das alles. Nicht an unserem letzten Abend. Nee, das ist kein wir guter haben ein Umgang. Paar lange Tage vor uns. Du musst ihm jetzt die Angst nehmen. Wein ablehnen, Wein trinken. Oh, jetzt ja. ist GG wie. Ja, GG und trinken und ich mal sehen, wohin das führt. Leute. Der Abend ist noch jung. Ja, sonst schmeißt man den morgen weg. Das wäre ja auch Verschwendung. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Du hast Überstunden gemacht, mehr als sonst. Ja. Na, weil ich die Uni wechsle. Ich will mit einem guten Gefühl gehen. Letzte Woche hieß es, du müsstest länger bleiben. Aber danach hast du nach Wein gerochen. Warum hast du es da nicht angesprochen? Sieh mich an. Vince. Ich weiß, es war nicht leicht. Das letzte Jahr war kein gutes für uns. Aber da ist nichts zwischen mir und Bruce. Kannst du mir bitte glauben? Okay, jetzt hat sie offiziell gesagt, da ist nix. Sie ist, ach, ich weiß nicht. Ja, dann ist halt jetzt... Wieso tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ja, tut mir leid, das... Ja. Naja, ich weiß auch nicht. Ich hätte halt okay gesagt, aber nicht tut mir leid. Also, das ist so people-pleasing einfach. Du hast nicht überreagiert, du hast genau gut gehandelt. Erwachsen. Ja. Es ist nur... Ich habe dieses Jahr viel verloren. Ich bin verunsichert. Dich nicht auch noch verlieren. Ich weiß. Schon gut. Jetzt komm her. Will. Oh. Ja, es schläft eigentlich. Das Kind, meinst du? Ja. Siehst du die Tür auf? Hm. Oh nein, wie eklig. Das. Und ist alles okay? Hat einen Herzinfarkt? Ja, schon gut. Ich bin nur müde. Wegen des Umzugs und so. Ich hab doch den halben Tag geschlafen. Ja, der schreibt endlich schlafen. Kuss. Es wird eine lange Fahrt morgen. Oh, und dann gute so. Nacht. Naja. Ihr kann's nicht vergessen. Und mit Rücken zu Rücken. Leute, das ist hätten das wir uns betrunken, wäre das passiert. Mehr. Was auch immer da passiert. Ja. Ja. Aber wäre es das wert gewesen? Wird es uns dadurch besser gehen? Ich mache mir Sorgen ja. um deinen Dad. Tieferer Schlaf. Kopfverletzungen allein sind schon schlimm genug. Aber wenn da noch irgendwas anderes gegen sein Gehirn drückt... Nee. Wie geht's ihm? Er hat Schmerzen. Aber er sagt, Zoe soll rausgehen. Und Vince, er hat recht. Ja. Wir haben gesehen, wozu diese Leute fähig sind. Bitte. Aber nachher macht der Opa doch noch was richtig Dummes. Okay, ja, aber er ist auch ein bisschen schuld an der Situation. Er war einfach übermütig. Komm, alter Mann. Du gehst spazieren. Er entscheidet es einfach. Ich nicht. Bitte, nimm Zoe. Ja. Ich bin... Mit mir ist alles in Ordnung. Mir egal, wer geht. Aber nur eine.
Ja, dann erstmal das Kind und vielleicht können wir die ja nochmal überzeugen, ob sie nochmal so nett sind. Und dann können wir mit dem Opa argumentieren. Da sind wir uns alle einig, das ist cool. Die Maus. Ich hätte Veto machen sollen. Das wäre so geil. Sie hat genug gesehen für eine Nacht. Gut. Ja. Immerhin. Da frage ich mich, wie das mit 8 Spielern funktioniert. Das Essen. Komm, aber wenn 7 Leute für eine Sache man ich ein Veto hat, Wins. Und man gegen alle bounced. Ja. Und vor allem stell dir vor, du nimmst dir als Regel vor, das Spiel zu spielen und nicht dabei zu reden. Dann müssen alle einfach entscheiden. Oder man sieht nicht, was die anderen entscheiden. Und später. Das ist online. Direkt auf. Ja, stimmt, das ist ja geil. Du willst auch raus, gell? Ihr habt ein Kuscheltier, oder was? Du hast das verloren. Lass das Kind allein mit diesen unprofessionellen Polizisten. Scheiße. Oh nein. Eule, mit dem Sheriff, der so... Ich kann im Dunkeln sehen. Oh, guck mal. Nachher, ich will nicht falsch denken. Das war gerade creepy, dass er sagt, dass im Dunkeln sehen kann. Raus. Nee, weil er hier die Angst nimmt wegen Dunkelheit. Ja, als Mutter würde ich denken, der hat doch eine Kamera reingemacht. Ich sag, wie es ist. 98. Ja, stimmt. Da gab's den nicht. Daddy, wird Opa sterben? Oh. Nein, wir entspannen uns jetzt. Sie auf das Schlimmste vorbereiten. Nee. Was? Johnny Kong. Ich kam auch so dumm. Also ich hätte, ja, in 15 Jahren vielleicht. Ganz sicher nicht, weil ich da bin. Selbst dann kann man auch sagen, hey, Opa ist reisen gegangen. Eigentlich. Man kann es ja eigentlich ins Unendliche führen. Ich verspreche dir, keiner aus unserer Familie wird sterben. Sind ja vertraut mit dem Thema Verlust. Ich würde es interessieren. Das ist weit genug! Ach so, er soll nicht zu weit sich entfernen. Sheriff Romero. Und Sie sind wohl Vince. Und du musst so sein, oder? Hätte der Opa die nicht raustragen Ja. Wenn sie beide rausgekommen? Finde ich auch. Wir sollten uns beeilen. Ja, als ob sie die abgeschossen hätten. Wenn die draußen sind. Als ob die ihm wieder erlauben, reinzugehen überhaupt. Stell dich wegen Abenteuer vor. Naja. Das klingt wie ein Abschluss. Das ist scheiße. Das andere ist Delusioner. Ja, Daddy liebt dich jetzt schon, als würde man sich verabschieden. Dann kriegt sie noch mehr Panik. Das weiß sie doch noch nicht. Ich will bei dir sein. Wie wär's, wenn du bei mir bleibst? Bring das Kind ins Auto. Bleib bei ihr. Jetzt weiß sie nicht, dass wir sie lieben. Daddy, bitte, geh nicht. Aber ich muss. Du gehst ja. Meinst du echt? Das macht mir jetzt ein schlechtes Gewissen. Ja. Stell dir vor, wir sterben jetzt. Ja, aber das ist sowas obvious. Boah, wenn ich nicht sage, du hast, siehst du? Ich werde immer bei dir sein. Hier. Du hast Mami, ist Quatsch. Ich bin nicht in Gefahr. Was? Situation. Ja, okay. Ich bleib dabei. Was? wenn ich jetzt wieder nichts mache? Ja, dann ist wieder Putt. Wir müssen uns schon entscheiden. Okay, dann habe ich mehr Zeit zum Überlegen. Ich werde immer bei dir sein. Oh, nein! What? Alles okay, so gut. Das war das Schlimmste, okay. Also das Schlimmste, dass das passiert. Raus und sitzen wieder im Auto. Sehen wir uns noch den Bogen an, wenn wir in St. Louis sind? Aber klar, okay, es hat geklappt. Sie ist ein bisschen gechillt. Wir sogar direkt dorthin fahren. Das ist gut. Hey, Beeilung! Als würde er eine Bestellung erwarten. Das Jugendamt kümmert sich gut um dich. Oh, okay. So, und sie ist jetzt aus. Gebt ihm das Essen und schickt ihn zurück! Ja. Ich weiß, wie schwer das für sie sein muss, Vince. Scheiße, für mich ist es das auch. Die haben mich angeschossen. Halt die Backen, deine Familie ist da nicht drin. Er ist Polizist und heult jetzt gerade, während er Gefangener ist. Wie wär's mal mit ein paar Tipps, wie man sich verhält bei einer Geiselnahme? Sag ja, der hat auch Dreck am Stäsel. Wir werden einen Mann drin haben. Halt durch, Kumpel. So, jetzt ein Walkie-Talkie im Pizzakarton oder was? Jetzt nimm sie und keine krummen Dinger! Drei Getränke. Hey, ich wollte auch gerade sagen. Vergiss nicht die Servietten. Zwei Wege, Pager. Ich melde mich bald. Genieß die Pizzen! Wie soll er die jetzt mit der Hand nehmen, wo er doch beide Hände voll. Ich hatte nie einen Pager. Hattet ihr einen? Piepen die? Nein.
Das haben Ärzte und das haben nur Ärzte. Ja, sowas. Dran. Oh. Und Polizisten. Ja. Aber piepen die nicht, wenn man eine Nachricht kriegt? So. Kannst du bestimmt laufen. Ja, wer hätte es gedacht? Ist recht, die Polizei. Oder hält Wort. Pieper. Pizza ist kein Problem. Oh, ein Heli hingegen. Ich weiß, du wolltest das nicht. Aber du hast Romero an der kurzen Leine. Ist so. Ich hoffe, du hast recht. Ich habe 10 Jahre für diesen Laden gespart. Ash hat sich gerade eingewöhnt. Jetzt sind da Löcher drin. Wie sollen wir jetzt hierbleiben? Wir werden die Wände neu streichen. Ja, es gibt so einen Trick. Repariert das. Es gibt den Trick mit der Zahnpasta rein. Ja. Und damit weiß drüber. Das sind nicht die Wände, sondern was in ihnen passiert ist. Das ist ein Punkt. Joyce, du wolltest doch schon immer mal studieren. Vielleicht ist jetzt auch einfach die Zeit wieder mal. Siehst du, das ist gut, Shannon. Die Route 66 ist auch nicht mehr das, was es mal war. Nee. Ja, alle sagen das. Dein Kopf? Brummt. Aber ich werd's überleben. Glaube ich auch. Oh, ach, guck mal. Die Kleine hätte ja wenigstens einen also, Hund mitnehmen können eigentlich. Ne? Hast du mit dem Stimmt. Sheriff gesprochen? Ja, könnte man so sagen. Wie ist er so? Kennst ihn doch. da, hier hält er uns für einen Lauch. Hier sagt er, also man sieht, kann zu forschen. Oh, wir schon Nein. wieder. Er führt etwas im Schilde. Aber da hast du Papa, denn schießt der Opa. Ja, ich wollte auch sagen, der. Was macht der Opa? Verplappert sich. Nee, der ist der kann komplett sich nicht mehr erinnern, Sinnen. Alles im Griff zu haben, glaube ich. Mal ihr lügt. Sehen. Ihr lügt euren eigenen das Vater. Das wissen wir erst, wenn die Kacke am Dampfen ist. Glaubst du, der war so ehrlich zu uns? Meine Meinung? Und scheinbar kann halt er seine fair. Emotionen nicht zurückhalten. Erzähl es nicht weiter. Aber Dante ist mein Cousin. Und niemand in der Familie dachte, er würde einen guten Sheriff abgeben. Das macht dich nicht unauffälliger. Ich zähle das Geld. Ich habe auch Bock auf einen Big Splash gerade. Jay, das sieht richtig lecker aus, das Getränk. Ja. Kein Hunger. Ich will, dass das vorbei ist, Tyler. Alles. Es ist vorbei, wenn wir gewinnen. Das wäre die perfekte Blutplatzierung gewesen und mit Arizona. Und iss verdammt nochmal was. Oder vibriert. Gibt's auch immer mehr. Bruce schreibt. Nein, Spaß. Oh, aber auch. Das ist nur der Sheriff. Vince, can I count on you? No. Als hätte man Zeit, jetzt irgendwas Sicher zu Sicher nicht alleine. Vielleicht. Was kriege ich dafür? Ja, wir sagen ja, das ist ja dumm, alles andere. Eigentlich schon, ne? Ist auch das Kürzeste. Wir können doch jetzt einen langen Text. Ja, stimmt. Das stimmt. Oh, wetten, das könnte wirklich so sein. Wie schreibt man auf dem Ding? Der muss man die Buchstaben durchscrollen? Das die Tastatur haben die ja nicht. They took from me a black book. Den mit dem Vogel doch nicht. Nein, ich denke nicht. Was labert der? A black book. Ist das dein Ernst? Bist du taub? Nein, du kannst nichts haben. Das Buch war aber nicht schwarz, das mit dem Vogel. Nee, 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 nee. Aber haben die noch irgendwas anderes mitgenommen? Also, ob das gerade nicht auffällt. Das ist viel zu viel Text. Mhm. Try making friends with them. Was soll das heißen, wir kriegen keine? Das sind 6 Pizzen. Hey, hey. Für uns. Ey, also halt der Typ ist so ein Arschloch. Paul hat niedrigen Blutzucker. Schon gut. Ich hol mir was aus dem Automaten. Der war doch leer. Ich sagte nein, also nein. Ja, warum dürfen die nicht mal was aus dem Automaten holen? Ja, ist richtig. Was? Ja, nee, nee. Ich denke auch bitte. Auch wenn wir uns anfreunden sollen, Gott, das geht nicht. Die können ja gerne erstmal aufessen, wir müssen hier keine Gans nehmen. Komm schon, Mann, gib uns was ab. Da haben wir es, wieder gehst du mir auf den Sack. Warum sollte ich? Hä? Oh. Willst du deinen? Okay. Witze sind immer gut. Man muss auf Augenhöhe gehen mit Pizza ihm. Pizza schmeckt wie verschwitzte Eier. Ah, das ist witzig. So bin ich. Ein echter Spaßvogel. Es ist ein Gag, der schon sehr Ärger. Witzig. So ein Gag vom Opa. Nee, den der hat er gut von seinem Vater gelernt. Oh nee. Sorry. So blöd jetzt. Hä? Idiot. Wisch's auf. Okay. Als würde der sich. Weißt du, was dein Problem ist? Ja, da geht's nur um Machtspielchen hier. Du mischst dich zu viel ein. Wenn du einfach dein Maul gehalten hättest, wären wir schon wieder weg.
So habe ich es noch nicht gesehen. Was du nicht verstehst. Oh, wir sind nicht so. Was? Ich muss. Wir brauchen was? Kohle. Ja, mal. Soll ich jetzt das Geld klauen? Tyler. Ich weiß nicht. Nee, wir sollen das Geld zur Seite legen. Ja, die Sache mit dem Schnapsladen. Aber ich krieg bald einen Job und Tyler, dieses Mädchen. Weg. Aber keine Ahnung, ob Jessica mich nach der Scheiße noch nehmen würde. Nee. Nee. Ein Witz erzählen. Er mag Witze. Aber können wir gut Witze erzählen, so aus dem Stegreif? Ja, nee, der eben hat ja auch nicht so. Ja. Hast du keine Cousine zum Heiraten? Bleibst in der Familie. What the? Was hast du gesagt? Das ist doch kein. Nichts, das ist ein Angriff. Das war nur ein Scherz. Was war das denn für ein Ich hab dich nur verarscht. In oh der Gott. Familie, hä? Der war gut. Okay. Also gut. Genieß die Pizza. Kommen, wo ever. Warte mal. Wir kriegen jetzt das angebissene Stück. Hast recht. Schmeckt kalt widerlich. Okay. Und hey, wegen deinem Vater. Ich wollte nicht so hart zuschlagen, weißt du? Er ist gerannt und ich... Klar. Wie auch immer. Ja, der ist trotzdem noch Psycho. Mhm. Der hat sich auch nur entschuldigt, weil ihm langweilig ist. Glauben. Mhm. Was ist Danke, mit dass Paul? Du mich unterstützt hast. Mhm. Kein Problem. Gib mir einfach ein Stück auf. Paul ist happy, dass er überlebt. Hm. Oh, das ist so nicht unauffällig, wie er da mal steht. Mhm. Klick, 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 klick. Vor allem auch mit Tastentönen und so. Ja. Achtet mal drauf. Habt ihr meinen Heli? Yep, hab ihn. Die Flugaufsicht lässt euch von Mexicali bis El Paso fliegen. Aber bevor ich die Landung autorisiere, will ich was wissen. Warum habt ihr mein Haus ausgesucht? Sag's mir ins Gesicht. Oh, allein, dass er jetzt eine persönliche Nummer davor Sonst die Geiseln kein Deal. Schiebt. Was will der? Ist das eine Falle? Das würdest du nicht fragen, wenn du einen Dreck am Stecken hast. Ja. Aber jetzt müssen wir sein Spiel spielen. Ich könnte ja gehen. Ich habe ihm einiges zu sagen. Nein, ich habe mal gesagt, ich pass auf dich auf. Schon gut. Ich bin heute ein großer Junge. Ein krummes Ding. Und die Geiseln sind dran. Alles gut. Ihr habt mein Wort. Pizzabote, wir machen einen Spaziergang. Jetzt sind wir mal wieder gemein. Hey, immer haben wir noch Kumpel. Sag Dante, er soll uns endlich hier rausholen. Der interessiert sich gar nicht für die Geiseln, ne? Der will musst du so fest zupacken. Hoch. Nicht meine Schuld, dass du so fett bist. Ich komme raus! Oh, die Tochter guckt Verdammt. Zu, ey. Ich will endlich an einem Strand liegen. Tamales essen, Tequila schlürfen. Ich weiß auch nicht, was man da jetzt noch sagen soll. Du hast es fast geschafft. Behalte einen kühlen Kopf. Kühler Kopf? Du klingst wie Tyler. Komm schon, bitte komm zurück. Ich bin's. Fuck, Dale Holt. Ihr seid in mein Haus eingeboren. Erb, schöne Bude hast du. Wie, die haben sich bis jetzt noch nicht erkannt? Hm. Hä? Der andere, dass die... Vince, dachte nicht, dass ich sie so schnell wiedersehe. Tja, wie beruhigend. Woher kennt der Sheriff Vince? Habt ihr nie für meine Schulter Ach so, weil er vorhin draußen war. Das dachte von der Vergangenheit. Aber schätze, du hast keins. Hm. Weißt du, bis heute warst du ein kleiner Wicht. Ein kleiner Wicht, du. Ein paar Kleinigkeiten. Und jetzt sieh dich an. Ich finde so Beleidigungen, die nicht mehr wirklich Beleidigungen sind, geil. Ich setz noch einen drauf, Arschloch. Hab in deine Limo gepisst. Wow. Aber der hat ja eben Cola getrunken. Mit Ach, Limo egal. Hat er in die Limo gepisst. Ich glaube, du hast da was, Zeption das mir Piss. Gehört. Ja, die Kohle. Nicht die Kohle. Mein schwarzes Buch. Was Wo für ein schwarzes Buch, Wovon redest du da? Das spiel keine Hat das die Frau vielleicht? Ich puste die scheiß Birne weg. Also die, seine Frauenrolle. Ich sagte doch, ich habe keine Ahnung, was du da laberst. Vor allem, er weiß schon, dass die es nicht haben und fragt trotzdem danach.
Wieso weißt du, dass er es nicht weiß? Oh, Scharfschützen. Oh. Als ob er das nicht sieht, wenn der eine das sieht. So. Oh ja, da drin ist halt, wenn der stirbt, ne, dann ist drin, ja. Dann ist drin richtig die Hölle los. Okay, sorry, ich habe schon wieder was gesagt. Nee, bleibt bei eurer Entscheidung, alles gut. Wir wollten ja ohne Reden auch. At this point. Ja. Was wollen wir machen? Ui, das hat getroffen. Krass. Viel getroffen. Ich wiederhole. Viel getroffen. Also in dem Moment wärst du ja unter Krass. So Schock, du würdest es niemals sagen. Nein! Oh shit, jetzt geht's los. Mörder! Bro, what? Oh shit. Geh zu deiner Tochter sofort. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Wahrscheinlich steht die noch im vordersten Polizeiauto. Ja, und guckt aus dem Fenster. Ja, steht da genau drin. Ich verstehe nicht. Das war's noch nicht. Das Buch. Alter, du nervst mit deinem Buch. Sie haben es nicht. Geht's dir nur darum, Tyler bringt mich um. Sie haben es nicht, Bro. Boah. Deine Leute haben ihn gerade umgebracht. Es waren nicht wir. Wir haben nicht geschossen. Sie haben's nicht. Ich würde ihn jetzt schubsen. Sie sind alle Lügner. An ihrer Stelle würde ich reingehen. Alter, jetzt droht uns der Sheriff noch, oder was? Was ist das, Rickt? Warum machen wir das jetzt auch einfach? Ich weiß was auch hast du nicht. Getan? Ich würde niemals da wieder reingehen. Warum bist du zurückgekommen? Also vorausgesetzt, ich wäre in so einer Situation. Ja, ja, da ist halt nur noch Betrügerfrau und Arschopa drin, von daher. Jetzt wird der Hund so richtig. Wer war das nicht? Du hast dir das Sagen, Tyler. Du hast deinen Bruder rausgehen lassen. Wenn du jemandem die Schuld geben willst, schau in den Spiegel. Oh, hat er nicht. Jetzt, ich sag jetzt knallt sie richtig doll. Tyler. Wie sinnlos war das aber? Sie ist halt auch schon ein bisschen sehr provokant die ganze Zeit. Das ist ein bisschen, also es ist nicht schlau. Aber er hat bisher nur schlau gehandelt und das macht gar keinen Sinn. Ja, ich dachte eigentlich auch. Ja, gerade ist sein Bruder, aber gerade ist sein Bruder halt getötet verstorben. Worden. Ja. Okay, wir hatten es bis vor der Werbung geschafft, dass alle leben. Ja. Oh nein. Jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Tja. Was? Ja, was machst du jetzt, ne? Komm, das können ist die Paul, das ist er, das ist vielleicht noch der Opa. Können die den jetzt nicht überwältigen? Der kleine Bruder macht ja auch wesentlich nichts. I heard a gunshot. Ja, ach was. Überraschend, wa? Ich würde dem nicht mehr antworten. Ich auch nicht. Ja, toll. Das mit Joyce fuckt mich richtig ab. Alter, was? Was zur Hölle? Was ist denn das für ein Sheriff? Er erpresst uns einfach. Okay, ab jetzt sind wir alle gegen den Sheriff. Ab jetzt sind wir RIP, wenn wir rausgehen. Wir sind RIP, wenn wir drinbleiben. Was lernen wir draus? Das hat der Chat vorhin schon gesagt. Don't trust the cops. Ja. Ich denke die ganze Zeit, das sind Pokebälle. Ja. Ja. Wollte Pokémon-Ball sagen. Oh Mann, ey. Scheiße, ich bin alt geworden. Ja. Im Gegensatz zu Joyce. Oh, wow. Sorry. Eieiei. Was? Ui. Finale. Ja. Lass nochmal jetzt hier reingucken, wie wir uns entwickelt haben. Ich war vorhin Friedensstifterin, jetzt bin ich Kundschafter. Jetzt ändere ich immer meine Meinung. Liebend. Lieben bist du was? Naja. Ich weiß nicht. Aber wir sind ziemlich ähnlich in unseren Entscheidungen, Bell. Mhm. Ja, das ist echt krass. Ja. Oh, da ist die zweite. Einmal noch gucken, wie viele Enden es gegeben hätte. 4. Oh, das ganz unten ist natürlich die Frage, ob das jetzt das Schlechteste ist. Na, kann ja, 4 Auswahlmöglichkeiten ist schon krass, ja. Und schau mal da bei Zoe, da waren auch noch mal 3. Ja. Krass. Krass. Ja. Ist es der Moment, wo wir hätten gesagt, dass wir sie lieben? Oder welche? Ja, ich glaube ja. Ihr Lieben, das war es. Dusk Falls ab heute für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Ihr habt gesehen, im Multiplayer auch echt nochmal anders, als wenn man das alleine spielt. Man hat so ein paar Entscheidungen, wo es schwer fällt, wie ihr seht.
An dieser Stelle danke euch fürs Zuschauen. Danke fürs Reinklicken. Vielen Dank an alle, die im Supporters Club sind. Ihr macht sehr, sehr, sehr viel möglich hier für uns alle. Das ist super cool. Danke euch. Und an dieser Stelle wünschen wir euch auf jeden Fall für alle, die live dabei sind, viel Spaß bei RBTV Home. Ja. Eine neue Sendung. Ja. Schreibt in den VOD-Kommentaren, welche Entscheidungen ihr getroffen hättet und was wir hätten besser machen können. Ja. Das lesen wir uns schön nochmal durch. Ganz genau. Lasst ein Like da. Danke, dass ihr dabei wart. Und ganz viel Spaß. Schönen Abend euch noch. Tschüssi. Bye, bye.